Dank für. Warum schreibt ein Politikwissenschaftler ein Buch über ein Ereignis, das 100 Jahre zurückliegt, wo man doch eigentlich sagt, dass der Vergangenheitsbezug der Politikwissenschaft so bei 3 Jahrzehnten ungefähr liegt und sich also begleitend davon entfernt? Dazu will ich zunächst einmal ein paar kurze Bemerkungen machen. Ich war unzufrieden, ausgesprochen unzufrieden mit der deutschen Literaturlage zu diesem Krieg, und ich hatte die zunächst intuitive Vermutung, dass entgegen der Präsenz des Zweiten Weltkrieges in den deutschen Medien, insbesondere im deutschen Fernsehen, insbesondere im ZDF Guido Knopp, der Erste Weltkrieg der interessantere Krieg ist, jedenfalls politiktheoretisch und politisch in dem Sinne, dass man mehr daraus lernen könnte. Und zweitens hatte ich die Vermutung, dass die Probleme, mit denen Politik im 21. Jahrhundert beschäftigt ist, mehr mit dem Ersten Weltkrieg als mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, jedenfalls wenn ich den Zerfall der 3 großen Imperien, die 1914 noch Mittelost- und Osteuropa sowie den Nahen und Mittleren Osten beherrscht haben, also der Habsburger Monarchie, dem Zarenreich und insbesondere dem Osmanischen Reich, ins Auge fasse. Hier kann man sagen, sind im Gefolge dieses Krieges und den Spuren, die er hinterlassen hat, Verwüstungen entstanden, und es ist keine politische Ordnung geschaffen worden, die in irgendeiner Weise stabil und nachhaltig ist. Das waren also sozusagen erste Überlegungen, warum ich gedacht habe, überhaupt mich mit diesem Thema beschäftigen zu können und beschäftigen zu sollen. Dann fiel mir aber auch auf, dass ich als Sozialwissenschaftler doch vielleicht eine andere Herangehensweise habe, als das die Historiker üblicherweise haben, die die Quellen zusammenstellen und dann beschreiben, wie sich etwas entwickelt hat und wie etwas, um Ranke zu zitieren, geworden ist. Die Methodik der Sozialwissenschaften rekonstruiert zunächst einmal unterschiedliche Optionen, Modelle, bei denen man sagen kann, ein rationaler Akteur unter unvollständigen Informationen würde so gehandelt haben, vielleicht, unter vollständigen Informationen hätte er so gehandelt. Und irgendwann kommen dann auch wieder die Quellen ins Spiel, nämlich um zu erklären, warum diese Akteure so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben und nicht, wie sie optimal oder rational hätten handeln sollen. Was wir dadurch in den Blick bekommen, ist gewissermaßen die Abweichung, oder wir beobachten Irrtümer, Illusionen, Fehlentscheidungen. Wir beobachten nicht wesentlich Schuld. Ich habe in meinem Buch auch den Begriff der Kriegsschuld eher vermieden und wenn dann in Anführungszeichen gesetzt, weil Schuld im engeren Sinn eigentlich eine rechtliche oder eine moralische oder von mir aus auch eine theologische Kategorie ist, oder wenn sie im Plural gesetzt wird, ist sie auch eine ökonomische Kategorie, was im Übrigen den Paragraph 231 des Versailler Vertrags im Wesentlichen erklärt, denn die Siegermächte haben nach jemandem gesucht, vor allen Dingen Belgien und Frankreich, wo der Krieg im Westen ja stattgefunden hat, der zahlungsfähig ist für die Reparationsansprüche. Und da es Österreich-Ungarn nicht mehr gab, in Bulgarien war nichts zu holen, und das Osmanische Reich gab es auch nicht mehr, war im Prinzip Deutschland dann halt der Kandidat. Wenn man allein die Genese des Artikels 231 sich anschaut, könnte man sagen, 2010 ist die geendet, weil da hat die Bundesrepublik die letzte Zahlung im Rahmen der Reparationsforderungen überwiesen. Also das Messen oder das Beobachten von Irrtümern, Illusionen und Fehlern, das fand ich eigentlich interessant, aber jetzt sozusagen nicht vom ganz hohen Ross des Nachgeborenen aus, weil das ist langweilig dann wiederum, da wissen wir sowieso, weil wir wissen, wie es ausgegangen ist, alles besser, sondern auch nochmal zu erklären, warum Entscheidungen tatsächlich so gefallen sind, wie sie gefallen sind, und ob wir das nachvollziehen können und durchaus auch mit dem besorgten Blick auf mich und uns, ob nicht möglicherweise wir in einer analogen Situation auch so handeln würden, wie die damals gehandelt haben. Das macht die Sache aufregend, nicht? Das macht die Sache wirklich aufregend, und in gewisser Hinsicht ist das auch ein Gebot der Fairness, so mit den Handelnden umzugehen. Daraus ergeben sich
Paradoxien. Die Beobachtung von Paradoxien ist somithin das Spannendste an diesem Krieg. Und wenn ich da gerade noch mal einen Punkt aus den Erläuterungen von Herrn Schöler aufgreifen darf, die haben diesen Krieg tatsächlich im August 1914 so begonnen, wie sie ihn begonnen haben, weil sie wussten, dass ein Erschöpfungskrieg verheerende Folgen in Europa hat. Das gilt nicht nur für den Engels und den Bebel, das im Reichstag erwähnt hat, das gilt auch für die Liberalen, die angesichts der hohen ökonomischen Verflechtung, insbesondere zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich, aber auch den USA und dem Deutschen Reich, immer wieder davor gewarnt haben, dass das eine Katastrophe werden wird. Also ein Argument, das man auch heute hört bei der Beurteilung von Konfliktwahrscheinlichkeiten oder der Rationalität, dass es nicht zum Äußersten kommen zu lassen. Also das Maß der ökonomischen Verflechtung ist den Akteuren, ich erwähne nur den polnischen Bankier Jan Bloch oder den britischen Journalisten Norman Ruff Angell, bewusst gewesen. Und selbst die Ikone des deutschen Militärs, der ältere Moltke, der legendäre Sieger von König Kretz und Sedan, hat im Reichstag, damals war der Generalstabschef ja üblicherweise noch Angehöriger des Reichstages, davor gewarnt, einen solchen Krieg zu führen. In seiner letzten Reichstagsrede spricht er davon, wehe der Hand, die Fackel in dieses Pulverfass wirft. Es wird ein 7-jähriger, es wird ein 30-jähriger Krieg werden. Und jeder, der Ohren hat zu hören, der hat natürlich verstanden, nach dem 7-jährigen Krieg war Preußen total erschöpft und nach dem 30-jährigen Krieg war Mitteleuropa zerstört, auf Jahrzehnte hinaus. Und weil das so ist, weil die Generalstäbe aller Seiten im Prinzip sehr genau wissen, dass ein Erschöpfungskrieg das Ende der hegemonialen Position Europas im Weltmaßstab und eine tiefe Verwüstung des Kontinents ist, entwerfen sie Pläne, die darauf ausgerichtet sind, einen schnellen Krieg mit einer schnellen Entscheidungsschlacht zu führen. Also sozusagen, die Paradoxie besteht nicht darin, dass ein Obwohl ist, sondern sie trauen sich zu, das zu unterlaufen durch Beschleunigung. Und das führt dann zu allerhand sozusagen verhängnisvollen Konstellationen, die ich ein bisschen noch ansprechen werde. Und unzufrieden war ich eigentlich auch, weil ein Großteil der Diskussion aus einer sehr germanozentrischen Perspektive geführt worden ist. Also ich habe ja ein bisschen sozusagen für Furore gesorgt, indem ich gesagt habe, der Fritz Fischer würde heute methodisch und methodologisch nicht mehr durchs Proseminar kommen. Ich hoffe jedenfalls, dass das auch bei den Historikern der Fall wäre. Es wäre jedenfalls ein Ehrenzeichen. Denn der hat sich zugetraut, Aussagen zu machen über die Verteilung von Verantwortlichkeit und Schuld, aber er hat nur die deutschen Quellen untersucht. Nicht? Das muss man sich schon mal vorstellen. Da treffen sich 5 zu einer richtigen Schlägerei in einem Wirtshaus und der Richter befasst sich im Prinzip nur mit einem einzigen, der nachweislich mit einem Baseballschläger in das Gasthaus gegangen ist und sagt, die anderen interessieren mich nicht. Ja? Also, oder es ist zu viel Arbeit, ich habe über diesen einen schon 700 Seiten geschrieben und kann über die anderen nicht auch noch so viel schreiben. Also diese germanozentrische Perspektive, die Nabelschau ist, die war mir sehr unbehaglich und deswegen habe ich gedacht, ich sollte dieses Buch schreiben. Gut, nun gibt es mehrere Fragestellungen, nämlich was war eigentlich der Erste Weltkrieg? War es ein Krieg um die Hegemonie in Europa, also letzten Endes ein Kampf um die Mitte, sprich wesentlich eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Franzosen, die im Ergebnis beide verloren haben? Weswegen sie 100 Jahre danach auch am ehesten gemeinsame Feierlichkeiten zum Erinnern an diesen Krieg machen können. Unterschied zu den Briten, die einen Sieg feiern. Und dem Blick aus Warschau und Prag, die im Prinzip das 1914 als den Anfang der nationalen Wiedergeburt sehen. Also diese gemeinsame Melancholie. Oder ist es ein Krieg der Nationalstaaten gegen die multinationalen und multireligiösen Imperien des Ostens? Also jene Reiche, in denen verschiedene Nationen und Ethnien und Religionsgemeinschaften zusammengefasst waren, die Rechtsstaaten waren wie die Habsburger Monarchie, die Autokratien waren wie das Zarenreich und die ein ganz eigentümliches Gebilde waren wie das Osmanische Reich, die aber
alle ein gewisses Maß von Toleranz besessen haben und deren Untergang eigentlich mehr Probleme hervorgebracht hat, als gelöst hat. Das Recht auf nationale Selbstbestimmung, mit dem im Übrigen nicht Woodrow Wilson angefangen hat, sondern das eine systematische Politik des Deutschen Reiches im Sinne der revolutionären Infektion gewesen ist. Also die Wiedererstehung Polens findet durch den Generalleutnant von Beseler im Stadtschloss von Warschau im November 1916 statt. Aber sie findet nur darum statt, weil Ludendorff der Überzeugung ist, er braucht eine Helotenarmee. Und er hat beobachtet, dass in Polen sich sehr tüchtige Soldaten rekrutieren lassen. Also sozusagen diese Politik, in der sozusagen mein dritter Imperativ dann erfüllt war, man muss, um diesen Krieg verstehen und beschreiben zu können, Politikgeschichte, Sozialgeschichte, Kulturgeschichte und schließlich auch Operationsgeschichte zusammenführen. Man kann das nicht separieren, sonst erzählt man Geschichten, die in sich nicht stimmig sind. Man kann beispielsweise die dramatische Verteuerung des Krieges und die daraus resultierende Umstellung von Kriegsanleihe auf Politik der Besteuerung Ende 1916, Anfang 1917 nicht begreifen, ohne Ludendorffs Modifikation in der Kampfstruktur, also der Ersetzung von Manpower durch Equipment, um das mal auf Neudeutsch zu sagen. Und natürlich ist dieser Krieg ein in sich ganz vielgestaltiger Krieg. Üblicherweise haben wir ja nur den Stellungskrieg im Westen im Auge, und wenn darüber gesprochen wird, von Ernst Jünger bis Erich Maria Remarque, ist es dieser Krieg. Aber nicht den Bewegungskrieg im Osten, der ganz anders geführt worden ist, der möglicherweise sehr viel politisch einschneidender gewesen ist, der im hohen Maße ein Krieg der Galgen und der Gehängten gewesen ist, weil natürlich in Galizien oder in Serbien oder als die Truppen dann weiter vordrängen in den Osten hinein, immer das Problem der Loyalität besteht. Also wenn die Russen nach Galizien eindringen, fangen sie an, die galizischen Juden aufzuhängen, weil sie davon ausgehen und mit Gründen ausgehen, dass die gegenüber dem Wiener Kaiserhaus loyal sind. Und wenn umgekehrt die Österreicher dann mit deutscher Unterstützung wieder nach Osten vordringen, hängen sie die Ruthenen auf, also die Westukraine, weil sie davon ausgehen, das sind alles Spione des Zaren. Sodass also der Krieg hier ein völlig anderer Krieg ist als im Westen. Kurz, um das alles ins Auge zu fassen und da auch festgezurrte Strukturen in der kollektiven Erinnerung, durch die Schule bestimmt, durch Bilder bestimmt, durch Literatur bestimmt, ein bisschen aufzubrechen, um einen neuen Blick auf das Geschehen zu bekommen. Das war meine Absicht. Und deswegen habe ich mich mir auch mit der Kriegsschuldfrage nicht sehr viel auseinandergesetzt, sondern eher drei Leitfragen mir gestellt. Erstens, warum ist es nicht gelungen, diesen Krieg zu lokalisieren? Also das, was gewissermaßen heute als der Königsweg im Umgang mit solchen Konflikten gilt, dafür zu sorgen, dass, wie das in der entsprechenden Semantisierung heißt, aus einem lokalen Konflikt kein Flächenbrand wird. Das hätte ja nahegelegen, denn in dieser Region hat es ja immer lokale und begrenzbare Konflikte gegeben. Zweitens, warum ist es nicht gelungen, im Herbst, sagen wir mal im Oktober oder spätestens im November 1914, als klar war, dass die Offensivpläne aller Stäbe gescheitert waren, zu sagen, okay, das Projekt gewissermaßen den Erschöpfungskrieg durch den Beschleunigungskrieg zu unterlaufen, hat nicht geklappt, Pech gehabt, war ein netter Versuch, alles zurück auf Status quo ante. Das ging nicht. Und drittens, die eigentlich spannende Frage, warum haben die Männer und auch die Frauen, aber vor allen Dingen die Männer, so lange durchgehalten? Also sozusagen zu dem Zeitpunkt, an dem ich eben gesagt hatte, und das sagen wir mal so, warum ist es nicht gelungen, am 11.11., 11.11 Uhr, also nicht, weil da die Fastnacht beginnt, sondern weil da im Prinzip in Compiègne der Waffenstillstand unterschrieben worden ist, beziehungsweise ja, in Kraft getreten ist, einen Friedensschluss zu machen, sondern 4 Jahre dann weiterzukämpfen und 4 Jahre halten die durch. Das muss doch irgendwie erklärbar sein. Das also waren meine Leitfragestellungen, und das will ich jetzt ganz konzentriert in 7 Punkten vorstellen.
Das Problem der politischen, aber auch militärischen Eliten am Anfang des 20. Jahrhunderts ist, dass sie entweder durch Niedergangsängste oder durch Einkreisungsobsessionen in der Wahrnehmung von Konstellationen geprägt sind. Also wir können natürlich auf irgendwelcher Grundlage das herausdividieren, nicht? Und sagen, man hätte das aber anders sehen sollen und sehen müssen. Aber wenn man nun einmal mit Niedergangsängsten gestraft oder geschlagen ist, dann nimmt man Dynamiken und Entwicklungen in hohem Maße so dar. Man könnte sagen, wir können vielleicht den Herrn Putin besser verstehen, wenn wir akzeptieren, dass die russische politische und militärische Führung von solchen Niedergangsängsten und obendrein auch Einkreisungsobsessionen geplagt ist und darüber Konstellationen analysiert. Einkreisungsobsessionen haben damals vor allen Dingen die Deutschen, ein bisschen die Österreicher durch den Balkanbund und Italien, aber auch zuvor die Italiener, nämlich durch Frankreich, oben in Savoyen und unten die Ausdehnung der französischen Kolonialherrschaft auf Tunesien. Das ist der Grund überhaupt, warum Italien dem Dreibund, also dem Bündnis mit Deutschland und Österreich-Ungarn beitritt. Niedergangsängste sind sehr stark verbreitet, mit Grund in der Donaumonarchie, wo die zentrifugalen Kräfte immer mehr anwachsen und man keine Idee hat eigentlich, wie man damit umgehen soll. Oder sagen wir mal, es gibt zwei Ideen, die gegeneinander stehen, nämlich innere Reformen, Trialismus, Erfindung gewissermaßen einer dritten Säule, die slawisch ist, neben der deutschen und der ungarischen, oder aber ein schneller Krieg, der gleichsam eine Revitalisierung des Reichs herbeiführen solle. Eine Vorstellung, die damals durchaus verbreitet ist und für die der Generalstabschef Franz Konrad steht. Niedergangsängste aber auch bei den Russen, denn da dürfen wir nicht vergessen, die hatten 1904, 1905 den Krieg gegen Japan verloren und das ist schon sehr peinlich für sie gewesen, weil sie die erste europäische Macht waren, die einen Krieg gegen eine nicht-europäische Macht verloren haben, einen richtig großen Krieg. Und die danach dann auch noch die inneren Wirren der Revolution von 1905 erlitten hatten. Bemerkung am Rande. Sozusagen die amerikanische Politikwissenschaft, die ja sehr viel mehr mit spieltheoretischen Modellen arbeitet als die deutsche Geschichtswissenschaft, hat sich darum gefragt, wenn die Deutschen denn, wie häufig unterstellt wird, einem Offensive Realism gehuldigt hätten, warum haben sie 1905 nicht einen Präventivschlag gegen Frankreich geführt? Denn 1905 wären die Russen den Franzosen nicht zur Hilfe gekommen und 1905 hätte auch kein britisches Expeditionskorps den Franzosen zur Hilfe kommen können, da die Briten nach den Erfahrungen der sehr geringen Leistungsfähigkeit ihrer Bodentruppen im Burenkrieg gerade damit beschäftigt waren, ihre Landstreitkräfte zu reorganisieren. Warum haben sie das nicht getan? Guckt man in die Quellen, weder Schlieffen noch sein Nachfolger, der jüngere Moltke, denken in irgendeiner Weise darüber nach, diese Schwäche der gegnerischen Koalition im Sinne eines Präventivkrieges auszunutzen. Kann man sagen, entweder sie waren so doof, haben die Situation verschlafen, oder aber, was eigentlich naheliegender ist, sie haben keine Politik des Offensive Realism verfolgt. Ja? Sonst hätten sie ja eigentlich da zuschlagen müssen. Also diese Herangehensweise unterscheidet sicherlich den Sozialwissenschaftler oder Politiktheoretiker von der üblichen Form des Historikers, der also jetzt auf die Frage, warum haben die 1905 keinen Präventivkrieg geführt, gar nicht kommt, weil in den Quellen sich nicht findet, dass sie einen Präventivkrieg führen wollten. Also ist das für ihn kein Problem, nicht? Aber sozusagen die modelltheoretische Rekonstruktion von internationalen Konstellationen und von Machtsituationen liegt eigentlich nahe, dass, wenn sie so gedacht hätten, wie unterstellt wird, sie dann hätten tun müssen, was rational gewesen wäre. Nun verändert sich die Situation mit großem Tempo und da würde ich auf ein Ereignis hinweisen, das normalerweise in der Kriegsursachenanalyse kaum vorkommt, nämlich den Libyen-Krieg. Der findet 1911 statt und führt dazu, dass Italien dem Osmanischen Reich die Provinz Libyen entreißt und damit zur Kolonialmacht wird.
Das schwächt weiterhin das Osmanische Reich, und der erste Balkankrieg von 1912 und der zweite Balkankrieg von 1913 sind Folgen dessen, weil andere beobachtet haben, wie schwach die Türken in dieser Frage agieren und sozusagen sich ans Beutemachen kommen, Beutemachen gehen, und keiner will zu spät kommen. Aber die eigentlich verheerende Folge ist, dass Italien nun in dramatischer Weise vulnerabel ist für die französische und britische Flotte. Dadurch, dass es Kolonialmacht geworden ist. Und dass von dem Augenblick, jedenfalls ist das da vorne beim großen Generalstab klar, Italien kein sicherer und zuverlässiger Verbündeter mehr im Dreibund ist. Wie wichtig Italien war, kann man daran sehen, dass in den Aufmarschplanungen vom Schlieffenplan zunächst vorgesehen ist, 12 italienische Divisionen an der Elsassfront aufmarschieren zu lassen, die sozusagen die linke deutsche Flanke decken, die durch Vorarlberg durchgeschleust werden, sodass also die 7. Armee, die dann da gestanden hat 1914, tatsächlich sehr viel weiter nach oben rückt und eine ganz andere Kräfteverteilung vorhanden gewesen wäre. Okay, also sozusagen, die Jungs im Generalstab werden ein bisschen nervös. Ja? Uns fehlen eigentlich 12 Divisionen. Der Chef der Aufmarschabteilung, ein gewisser Oberst Erich Ludendorff, drängt darauf, jetzt zusätzliche 3 Armeekorps aufzustellen. Das verweigert eben das preußische Kriegsministerium, weil das dazu führen würde, dass die Armee einen anderen sozialen Charakter hatte, nämlich sehr viel mehr bürgerliche Offiziere, sehr viel mehr Sozialdemokraten Unteroffiziere. Das will das preußische Kriegsministerium nicht, weswegen die Deutschen auch nur knapp über 50% der wehrpflichtigen Männer an der Waffe ausbilden, was im August 14 ein Problem ist. Sie haben zu wenig ausgebildet. Die Franzosen bilden 80% der Wehrpflichtigen an der Waffe aus. Das nur sozusagen, damit man eine Vorstellung bekommt, wie das mit dem deutschen Militarismus ist, der in hohem Maße ein ästhetisches Ereignis ist, nämlich der schmarrende Ton und ein bestimmter Gang und eine Haltung und so weiter, aber eigentlich nicht feststellbar ist in den harten Daten. Die Franzosen geben pro Kopf von Steuerzahler sehr viel mehr Geld aus für Militär als die Deutschen. Das hat auch was mit der föderalen Verfassung zu tun, dem Umstand, dass es eigentlich gar kein deutsches Heer gibt, sondern ein preußisches Heer, ein sächsisches Heer, ein bayerisches Heer und ein württembergisches Heer. Das muss man im Auge behalten. So, also Italien ist jetzt kein zuverlässiger Verbündeter mehr, und die unangenehme Folge ist, damit ist Deutschland umso heftiger und dringlicher an Österreich-Ungarn gebunden. Die Politik des Blankoschecks, die in der Juli-Krise betrieben wird, ist auch eine Folge dessen, dass man sagt, Österreich-Ungarn ist unser letzter Verbündeter. Und wir können ihn nicht hängen lassen. Und wir können nicht sehenden Auges zusehen, wie sie als Großmacht verschwinden und keinen Großmachtstatus mehr haben. Es gibt also gewissermaßen aus der Physik der Kräfte heraus Gründe, warum man eine Politik macht, die man eigentlich gar nicht für richtig findet. Es gibt ja Bismarcks Äußerung mit Österreich-Ungarn, naja, da sei man an eine Leiche gekettet. Es gibt Planungen innerhalb der, auf der Ministerialebene des Außenamtes, in dem man sagt, eigentlich sollten wir dieses Reich zerteilen, denn wir haben ja mit den Russen gar keinen Ärger und gar keinen Stress, aber wenn wir Österreich-Ungarn als unseren Verbündeten haben, haben wir mit den Russen notorisch Stress. Also könnten wir wieder zu einer Art neuem Rückversicherungsvertrag kommen, indem wir ein Agreement schließen, die deutschen Teile Österreich-Ungarns, also Österreich, kommen zum Deutschen Reich. Und den Rest überlassen wir den Russen, und die sollen sich mit den Ungarn verständigen. Und dann hätten wir in Form eines großen Rapprochement de Coalition gewissermaßen das Problem des Zweifrontenkrieges gelöst. Aber das bleibt auf der Ebene sozusagen ministerialer Fantasien und dringt nicht bis nach oben durch. Vielleicht, weil der Kaiser Wilhelm den Franz Ferdinand so gut leiden konnte. Vielleicht auch, weil es das Argument war, von dem man ja hört, das spiele zurzeit in der EU auch eine Rolle im Hinblick auf Großbritannien. Aber dann sind wir mit den Russen allein. Aktuell würde es heißen, aber dann sind wir mit den Franzosen allein. Ja, also sozusagen das Interesse, einen Dritten im Spiel zu halten, um eine Zweierkonstellation, die andere Dynamiken hat, nicht aufstehen zu lassen. So. Ich würde jetzt ganz kurz, wenn ich mehr Zeit hätte, was über die verhängnisvollen Vorstellungen von der Unvermeidlichkeit des Krieges sagen, die sich ausbreiten. Ich will das fokussieren auf den Reichskanzler von Bethmann-Hollweg.
bei dem, das ist in der jüngeren Forschung doch sehr deutlich herausgearbeitet worden, der ab 1911 so etwas wie eine Entspannungspolitik gegenüber Großbritannien macht und dem es im Zusammenwirken mit Großbritannien gelingt, den Ersten Balkankrieg und den Zweiten Balkankrieg so zu moderieren, dass er lokal begrenzt bleibt, dass es nicht zum Eingreifen der Russen kommt und die Deutschen wirken umgekehrt auf Österreich ein, dass die nicht eingreifen. Die Frage ist also, warum agieren Bittmann oder die Briten, Asquith oder Edward Grey, nicht in vergleichbarer Weise im Sommer 1914? Und da gibt es, glaube ich, einen wirklich dummen Zufall, der dazu führt, dass die Vorstellung von der Unvermeidlichkeit sich durchsetzt und der Fatalismus um sich greift. Der Zufall ist ein deutscher Spion in der russischen Botschaft in London, der die deutsche Seite darüber informiert, dass zwischen Russen und Briten Gespräche über eine Marinekonvention geführt werden, die darin gipfeln, dass britische Großkampfschiffe in die Ostsee einlaufen, eine russische amphibische Operation unterstützen. Die Russen würden da so 80 bis 100.000 Mann Marineinfanterie an der pommerschen Küste anlanden und die würden dann direkt auf Berlin stoßen, im Kriegsfall. Das sind so die üblichen Szenarien, wie sie in Generalstäben mal überlegt werden und was man so machen könnte. Den Russen ist schon klar, dass sie das ohne britische Rückendeckung nicht können, weil die deutsche Flotte infolge ihres Operierens auf der inneren Linie durch den Nordostsee oder damals Kaiser-Wilhelm-Kanal diese russische Landeflotte relativ einfach hätte zusammenschießen können. Aber wenn britische Großkampfschiffe dabei sind, dann nicht. Das regt aber weder den Admiralstab noch den Generalstab auf, weil sie sagen, wir haben inzwischen so prima Seeminen entwickelt, die verlegen wir im Sund, da kommen die Briten gar nicht durch. Folgenreich ist vielmehr was ganz anderes, nämlich die Anfrage von Bethmann-Hollweg bei Edward Grey. Ihr führt da Gespräche, das ist unangenehm, das betrifft vitale Interessen des Deutschen Reiches. Informiert uns über diese Gespräche und beteiligt uns daran. Und Grey antwortet, die Gespräche finden nicht statt. Jetzt hat Bethmann ein richtiges Problem. Er weiß, dass die Gespräche stattgefunden haben. Er kennt sogar ihre Inhalte. Und er weiß, dass sein britischer Gegenüber ihn belügt. Das Problem, das Bethmann vor allen Dingen hat, ist, wenn er vielleicht einmal in der Woche oder wenn er in Hohenfino ist, nicht so oft, seinem Generalstabschef Moltke begegnet, dass er nicht mehr mit innerster Überzeugung sagen kann, Moltke, dein agonales Paradigma der politischen Ordnung ist falsch und ich setze auf das kooperative Paradigma. Also ich, Bethmann-Hollweg, setze auf Zusammenarbeit, während Moltke, man könnte sagen, das ist funktionale Differenzierung, wenn man ein Luhmannianer ist, und man könnte auch sagen, dass eine Deformation professionell eines Generalstabschefs natürlich darüber nachdenkt, ich muss Krieg führen, ja, oder wenn ich Krieg führe, wann ist es richtig? Und deswegen sagt er immer, vermutlich, wenn er den Bethmann sieht, besser früher als später, ja? Weil dann später die russischen Heeresverstärkungen greifen werden. Die ganze Zeit hat Bethmann gesagt, ach Moltke, so geht das nicht. Wir setzen auf Entspannungspolitik und der große Krieg und du weißt doch selber, was dein Onkel gesagt hat in der Reichstagsrede, verhängnisvoll und 30-jähriger Krieg und das lassen wir mal. Aber jetzt, wo Bethmann nicht mehr sicher ist, ob er auf der britischen Seite einen verlässlichen Partner hat, gerät er in Zweifel, nicht? Man kann sich das so richtig vorstellen. Und in den Notizen von Rietzler, von Kurt Rietzler, sieht man, wie Moltke immer mehr in eine fatalistische Grundstimmung verfällt. Ja? Wie sozusagen die Aktivität, wie Bethmann immer mehr in eine fatalistische Grundstimmung verfällt. Wie die Überzeugung, er kann eine andere Politik verfolgen, als die Militärs vorschlagen, mehr und mehr nachlässt. Gut, man kann sagen, auch der Tod seiner Frau, der ungefähr in diese Zeit fällt, spielt dabei eine Rolle. Aber ich würde sagen, der Tod der Frau verstärkt noch einmal die bittere Enttäuschung darüber, dass er in Grey keinen Verhandlungspartner mehr weiß, auf den er sich verlassen kann. Das ist wirklich ein dummer Zufall, denn wir können uns ja vorstellen, die Deutschen hätten, es ist ja noch nicht die Zeit von NSA, wo man alles weiß, nicht? Sondern das ist alles zufälliges Wissen,
bei Spionage. Die Deutschen hätten diesen Spion nicht gehabt. Der Bethmann hätte das nicht erfahren. Er hätte nicht gefragt. Der Cray hätte nicht diese doofe Antwort gegeben. Und dann hätten vielleicht die beiden in der Juli-Krise ganz anders kooperiert. Über den Erschöpfungskrieg habe ich schon ein bisschen was gesagt. Ich sollte noch dazu sagen, alle Seiten, mit Ausnahme der Briten, aber eine Seemacht führt sowieso keine Pläne aus, die auf eine schnelle Entscheidungsschlacht ausgerichtet sind, sondern Seemächte führen Erschöpfungskriege. Immer. Und die Briten haben ja gegen Napoleon damit beste Erfahrungen gemacht. Wohingegen die Landmächte alle Offensivplanungen haben. Die Franzosen den Plan 17, bereits der Plan 16b, den Joffre hat ausarbeiten lassen, sieht eine schnelle Offensive vor. Tatsächlich sind es auch als erstes französische Soldaten, die deutschen Boden betreten, bevor deutsche Soldaten französischen Boden betreten. Ja, das wird oft nicht gesehen. Die Deutschen besetzen Luxemburg, sie fallen nach Belgien ein, aber nach Frankreich kommen sie erst sehr viel später. Also Joffre sieht vor, dass aus Lothringen heraus parallel zur Mosel vorgestoßen wird, die deutsche Front aufgebrochen wird an ihrer Gelenkstelle und man bis ins Ruhrgebiet vorstößt, um dort die Entscheidung herbeizuführen. Eine Entscheidung, bei der den Franzosen der Sieg zufällt. So sind deren Planungen. Der Schlieffenplan ist bekannt. Durchmarsch durch das neutrale Belgien, Umfassung des linken französischen Flügels durch einen starken rechten deutschen Flügel und die französische Armee wird rückwärts auf das Festungssystem geworfen und dort zerrieben. Der russische Plan 19 mit arabischen Zahlen geschrieben sieht vor, erst Ostpreußen und Galizien abzuknapsen und dann über das schlesische Industriegebiet auf Berlin vorzustoßen, also aus Russisch-Polen heraus. Eine Offensive, die Russen sind ein bisschen langsamer, aber sie gehen davon aus, dass sie ungefähr auch um Weihnachten herum Berlin erreicht haben. Österreich-Ungarischen Kriegspläne gegen Serbien sind ebenfalls offensiv. Also alle Stäbe denken in den Kategorien, wir müssen in einer schnellen Entscheidungsschlacht das hinbekommen, weil der Erschöpfungskrieg ja nicht zu führen ist. Und man ist auch auf einen Erschöpfungskrieg nicht vorbereitet. Das zeigt sich an der Munitionskrise, die im Oktober 1914 eintritt, als die eigentlich keine Explosivgeschosse mehr haben. Wieder einmal dieser Typ von der Aufmarschabteilung, Erich Ludendorff, hat das gewusst, schreibt dann Bethmann, wir brauchen mehr chilenischen Salpeter, der muss gebunkert werden, weil wir ja von dem Salpeter abhängig sind, sonst können wir keine Explosivstoffe herstellen. Und der Bethmann weist das zurück und sagt, das sieht ja aus wie Kriegsvorbereitung. Man kann sagen, die Deutschen haben Glück gehabt oder vielleicht sie haben Pech gehabt, dass Fritz Haber und der Ingenieur Bosch ein Verfahren erfinden, in dem sie Ammoniak im Prinzip aus der Luft gewinnen, das den chilenischen Salpeter ersetzt. Hätten sie das nicht gehabt, hätten sie den Krieg im Oktober 1914 beenden müssen, weil sie keine Sprengstoffe mehr hätten herstellen können. Gab es dazu Alternativen? Wieder eine spannende Frage. Ja, die gab es. 1905 tritt Schlieffen in den Ruhestand und geht um die Frage, wer wird ihm nachfolgen. Und der eine ist der jüngere Moltke, der Neffe des bekannten großen Moltke. Und der Kaiser entscheidet sich für ihn. Mit eigentümlichen Argumenten, er nennt ihn immer Julius, der gibt den Leuten ja alle solche Namen. Aber er sagt, ich will an der Spitze des Generalstabs wieder einen Moltke haben. Ja, okay. Er entscheidet sich gegen die Alternative General Kolmar von der Goltz, der ein Defensivtheoretiker ist, der nicht angreifen würde im einen Kriegsfall, sondern der Clausewitzschen Vorstellung folgt, dass die Defensive die stärkere Form mit dem schwächeren Zweck ist. Der Gegenbegriff bei Clausewitz ist die Offensive als die schwächere Form mit dem stärkeren Zweck. Und sozusagen Goltz geht davon aus, wir sind in einer relativ schwächeren Situation, also können wir uns nur die Defensive leisten. Kommt der Gegeneinwand, aber Herr General, wie wollen Sie denn einen Krieg in der geostrategischen oder geopolitischen Lage Deutschlands durchhalten, wo wir doch abgeschnitten werden von den Zufuhren? Wir haben doch gar nicht so viel Zeit, einen defensiven Krieg so lange zu führen. Da hat Goltz das Konzept der revolutionären Infektion entwickelt.
Das besteht erstens in der Ausrufung des Heiligen Krieges, was ja dann im November 1914 auch erfolgt in Konstantinopel. Also wir destabilisieren die Kolonialreiche der Franzosen und der Briten, indem wir an ihrer Verwundbarkeit durch die islamischen Bevölkerungsanteile ansetzen, rufen den Heiligen Krieg aus. Zweitens, diese Imperien der Gegenseite, Unterschied dazu wäre Deutschland gleichsam ein Nationalstaat, sind hochgradig verwundbar durch Nationalismen. Auch hier können wir ansetzen. Bekanntlich haben die Deutschen den irischen Osteraufstand von 1916 durch die Anlandung von Gewehren, Mauserkarabinern und Maschinengewehren unterstützt. Oder wir infiltrieren im Osten, wir schicken die bekannte Expedition unter Ritter Oskar von Niedermayr nach Kabul, um einen Aufstand der afghanischen Stämme zu inszenieren. Und vermutlich hat er damals noch nicht über den Revolutionär Ulyanov in Zürich nachgedacht, aber diese Entscheidung Ludendorffs liegt im Prinzip auf dieser Linie der revolutionären Infektion. Also militärische Defensive, politische Offensive. Das ist so nicht passiert, nicht, weil der Goltz das nicht geworden ist. Der Goltz war dann der Analytiker, hat die Balkanpläne durchgearbeitet und er hat 1916 noch eine große Schlacht südlich von Bagdad für die Mittelmächte gewonnen, insofern er dort ein britisches Expeditionskorps strategisch defensiv, taktisch offensiv eingekesselt und vernichtet hat. Danach stirbt er. Das ist auch so eine Situation, nicht, wo man sagen kann, die Vorliebe des Kaisers für einen Mann, der den Namen Moltke trägt, führt dazu, dass sich die Deutschen diesen Offensivplänen anschließen und eben keinen Defensivstrategen haben. Und das wird verheerende Folgen für den späten Juli haben. Moltke modifiziert nämlich die Kriegspläne dahingehend, dass er sagt, im Unterschied zu den Planungen meines Vorgängers Schlieffen marschiere ich nicht auch noch durch die Niederlande, was der vorgesehen hatte. Nicht weit, aber die Provinz Limburg ragt da ja wie ein Schnabel rein. Und über Limburg hätte man die Festung Lüttich umgehen können, mit der die Belgier im Prinzip den Zugang sperren. Bauen auch neue Panzerforts, die eigentlich durch die deutsche Korartillerie nicht zu knacken sind. Da könnte ich jetzt eine Menge dazu sagen, wenn Sie das interessiert, fragen Sie nach. Aber der entscheidende Punkt ist, es entsteht ein ungeheurer Zeitdruck. Ein ungeheurer Zeitdruck. Man hat nur eine Chance dann, wenn man schneller ist als die Franzosen und vor allen Dingen die Russen. Und das heißt, man muss einen Krieg nach Fahrplan führen. Das können die Deutschen recht gut. Also der Aufmarsch vor allen Dingen der ersten, zweiten und dritten Armee im Raum zwischen Aachen, Krefeld und Köln ist eine logistische Meisterleistung. Und wenn ich ab und zu an der Berliner S-Bahn stehe und die kommt wieder zu spät, erinnere ich mich an die intensive Beschäftigung der Rekonstruktion des Aufmarschplanes, als im Takt von 5 bis 7 Minuten immer wieder ein Zug über die Hohenzollernbrücke bei Köln gefahren ist und die sozusagen fahrplanmäßig das hinbekommen haben. Ich glaube, dass Lenins Vorstellung, der Sozialismus wird aufgebaut nach dem Modell der Deutschen Bahn und der Deutschen Post, was ja bekanntlich dann nicht funktioniert hat, auch etwas zu tun hat mit der ungemeinen Faszination durch diesen Aufmarschplan. Aber der hat seinen Preis, nämlich dass ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt, bei dem man sagen kann, vielleicht ist es der 28. Juli, die Politik abgedankt hat. Denn jetzt kann sie nichts mehr sagen, jetzt laufen die Züge. Nicht? Und als Kaiser Wilhelm dann nochmal zu Moltke geht und sagt, aber mit den Franzosen haben wir doch gar keinen Stress und keinen Krach. Julius, willst du nicht die Truppen in den Osten werfen, denn es sind doch die Russen, mit denen wir Krieg führen, sagt Moltke zu ihm, Exzellenz, werden dann im Osten 2 Millionen hungrige, bewaffnete Männer haben, aber keine Armee. Ja? Das heißt sozusagen, jetzt ist nichts mehr zu ändern. Jetzt laufen die Planungen und jetzt muss das so ablaufen. Man kann also sagen, dass in diesem Falle die deutsche Neigung, Unwägbarkeiten zu minimieren, indem man die Organisationsstrukturen perfektioniert, einen ungemein verhängnisvollen Effekt hat, insofern sie die politischen Spielräume dramatisch einengt.
Und auch diese berühmte Rückfrage von Konrad von Hötzendorf in Berlin, wer regiert in Berlin, Bethmann oder Moltke? Weil der Bethmann ja eigentlich dann nochmal ein Telegramm schickt und sagt, ihr müsst mit den Russen verhandeln am 31.07.14. Ihr müsst mit den Russen verhandeln und das Deutsche Reich wird sich nicht durch österreich-ungarische Unachtsamkeiten in einen Weltenbrand hineinziehen lassen. Richard Wagner grüßt. Das wird liegen gelassen, dieses Telegramm. Und dann fragt der Konrad von Hötzendorf zurück. Und natürlich regiert in Berlin längst Moltke. Das ist aber, das hat etwas mit der Struktur dieser Planungen zu tun. Ja, nun scheitern die Offensivpläne, sie scheitern dramatisch. Die Franzosen scheitern als erstes mit der Offensive aus Lothringen heraus an der 6. Armee, das ist eine bayerische Armee. Sie scheitern dann noch einmal in den Ardennen, wo sich herausstellt, dass ihre sonst sehr tüchtigen Flachbahngeschütze aber in dieser Landschaft den deutschen Steilfeuergeschützen unterlegen sind. Das sind die blutigsten Tage der französischen Militärgeschichte, ungeheure Verluste, die sie haben. Auch dadurch erklärbar, dass die Franzosen noch diese roten Hosen tragen, die sie gerne getragen haben. Also sehr schick, aber für das Feld desaströs. Teilweise auch noch blankpolierte Helme der schweren Reiterei, wohingegen die Deutschen in dieser Frage eher modern sind. Sie haben diese feldgrauen Überzüge auch für ihre Pickelhauben, die man auf allen Bildern sehen kann, sodass also da kein Sonnenstrahl sich drin spiegeln kann. Auch die Uniformen sind eher dem Gefechtsfeld angepasst. Franzosen scheitern als erstes, dann scheitern die Deutschen an der Marne. Die Russen sind zu diesem Zeitpunkt schon in Ostpreußen gescheitert, in der Schlacht von Tannenberg. Die Österreicher sind in Serbien gescheitert. Das ist also eine ganz furchtbare Schlappe, die sie da erleiden. Richtig erfolgreich sind eigentlich nur die Russen in Galizien. Okay, und dann könnte man jetzt also fragen, warum gelingt es nicht in dieser Situation zu sagen, gut, Militär, ihr habt eure Chance gehabt, Politik übernimmt wieder. Oder wie mit Clausewitz formuliert, wir vertauschen wieder den Degen mit der Feder und versuchen erstens einen Waffenstillstand hinzubekommen und aus diesem Waffenstillstand einen Friedensvertrag zu entwickeln. Ich schlage vier Gründe vor, die erklären, warum das nicht möglich ist. Erstens, die britische Strategie. Die Briten haben auf dem Festland vier Divisionen stehen, die sind im Prinzip im Herbst 14 völlig aufgerieben, von 110.000 Mann sind 86.000 ausgefallen. Aber eigentlich sind die Briten noch gar nicht in den Krieg reingekommen, weil die Seeblockade greift noch gar nicht. Die Briten haben Zeit. Für sie ist das Scheitern der Offensivpläne keine strategische Herausforderung, im Gegenteil. Der Kriegsminister Herbert Kitchener hat sich überlegt, dass wenn sich die eigentlichen Konkurrenten des britischen Empire, nämlich Frankreich, Deutschland und Russland, in einem längeren Krieg auf dem Kontinent aneinander abreiben und schwächen, dass das dann eigentlich im britischen Interesse sei. Und wenn man möglichst spät in diesen Krieg erst mit voller Wucht eingreife und ihn dann entscheide, dann sei man der eigentliche Sieger dieses Krieges. Diese Rechnung von Kitchener geht nicht auf, weil die Deutschen, vor allen Dingen deutsche Infanterie, sehr viel effektiver ist, als sie gerechnet haben. Und dann muss Kitchener diese freiwilligen Divisionen aufstellen und 1916 muss er sogar die Wehrpflicht verkünden und deswegen wird am Schluss Großbritannien zu den Verlierern dieses Krieges, zu den politischen Verlierern dieses Krieges gehören, wie wir sie militärisch ein Sieger sind. Aber sie sind in den Krieg eingetreten als der Gläubiger der Welt und sie verlassen ihn als der Schuldner der USA. Also die Briten haben kein Interesse zu diesem Zeitpunkt Frieden zu machen. Die Russen sind so gespalten. Wäre es nur um die Deutschen und die Franzosen gegangen, wäre das relativ leicht, hätte es relativ leicht funktionieren können. Es steht zweitens aber dem entgegen, es gibt keinen starken Vermittler. Alle europäischen Großmächte sind in diesem Krieg drin. Es gibt keinen Dritten, der vermitteln könnte und der so stark ist, dass er sagt, aber wenn ihr nicht sofort an den Verhandlungstisch geht, dann entscheiden wir uns für die Gegenseite derer, die den Verhandlungstisch verweigern, sodass es einen starken Druck auf beide Seiten gibt, an den Verhandlungstisch zu gehen. Der fehlt. Die USA spielen noch keine Rolle. Oberst Haus wird auch relativ ungeschickt in diesen Fragen agieren.
Und die Briten als möglicher Akteur sind selber ja dabei. Drittens, ganz eigentümlicher Vorgang, den man eher auf der Ebene der Semantik beobachten kann, die Verwandlung gefallener Körper in heilige Opfer. Also eine bestimmte Sprache bezüglich der an der Front Gefallenen, selbst der Begriff der Gefallenen hat ja schon diese sakrale Komponente, in Opfer. Opfer, die diejenigen, die die Opfer nicht gebracht haben, verpflichten, das Vermächtnis der Gefallenen zu erfüllen. Also sagt beispielsweise Bethmann, zu siegen sind wir den vielen Opfern von Langemark, Isar-Kanal, wie auch immer, schuldig. Man könnte also sagen, dass eine Semantik der Heiligung so etwas wie eine Blockierung des Ziehens nüchterner Bilanzen ist. Oder wenn ich es mal ganz keck und ausgestellt sage, man ist nicht in der Lage zu realisieren, dass es dumm ist, 800.000 toten Männer noch ein paar Millionen hinterherzuwerfen. Aber das ist eine völlig andere Semantik, wenn ich das so sage, nicht? Das ist Semantik der Banker. Die sagen, wir werfen doch nicht gutes Geld schlechtem Geld hinterher. Wenn man es aber so beschrieben hätte, wäre eigentlich nahegelegen zu sagen, Ende 1914, das lassen wir jetzt. Aber nun sind eigentlich alle Gesellschaften in diese sakrale Semantik hineingeraten, nicht? Und die Opfer und der Verpflichtungscharakter und so weiter. Ich glaube, es gibt noch einen dritten schwierigen Punkt, und das ist die Frage Koalitionskriegführung. Es ist ja kein Krieg etwa nur Deutschland gegen Frankreich, sondern es ist ein Krieg der Bündnispartner gegen Bündnispartner. Und auch hier gilt, das größte Misstrauen herrscht natürlich innerhalb der Bündnisse, nicht zwischen den kriegführenden Parteien, da weiß man ja, woran man ist. Aber was die Briten wirklich vorhaben, was die Franzosen vorhaben, was die Russen vorhaben, die misstrauen sich. Ja? Haben ja auch sehr unterschiedliche strategische Ziele. Und deswegen schließen sie auch einen Vertrag, in dem sie sich verpflichten, dass keine der beteiligten Seiten auf die Idee kommen darf, Separatfriedensverhandlungen zu führen, das sogenannte Londoner Abkommen. Die deutschen Planungen sehen eigentlich vor, den Russen so schwere Schläge 1915 zu versetzen, dass der Zar so klug ist, dass er Separatfriedensverhandlungen führt. Das versucht er auch mal, aber dann schreckt er wieder zurück und sozusagen zu seinem Nachteil, vor allen Dingen zu dem Nachteil seiner Familie, führt er diese Friedensverhandlungen nicht, denn sonst wäre er vielleicht Zar geblieben oder jedenfalls am Leben und nicht in diesem elenden Keller in Jekaterinburg exekutiert worden. Ermordet worden vielleicht besser. Also bei Koalitionskriegführung gilt gewissermaßen die Regel, wer zuerst zuckt, hat verloren. Wer zuerst sagt, ach, wir könnten doch vielleicht mal Waffenstillstandsverhandlungen führen, der ist aus dem Spiel draußen. Und deswegen sagt das keiner. Nicht? Es gibt also sozusagen auch noch ein zweites, nicht nur ein semantisches Denkverbot, sondern ein, ja, im weiteren Sinn politisch-strategisches Denkverbot. Letzter Punkt und ganz schnell. Die österreich-ungarische Armee ist eigentlich spätestens nach den Niederlagen in Galizien und vor allen Dingen nochmal nach dem bescheuerten Versuch der Führung einer Winteroffensive in den Karpaten, wo die Verwundeten dann von den Wölfen gefressen werden und ähnlichem mehr, zerstört. Es ist allenfalls noch ein Milizheer, das die Donaumonarchie aufbietet. Das heißt, 4 Jahre ist allein Deutschland mit Bulgarien und Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich, aber da müssen sie permanent Korsettstangen hinstellen, eigene Truppen hindelegieren, im Kampf gegen Frankreich, Russland und England. Ein Kampf, von dem die Rechner vorher ausgegangen sind, dass der sowieso verloren ist und keine Chance. Aber sie halten diesen Krieg 4 Jahre durch und sie sind bis in das Frühjahr, teilweise in den Frühsommer 1918, der Überzeugung, sie könnten es schaffen. Wie ist das erklärbar? Wie ist erklärbar, dass hier nicht passiert, was in der österreichischen Armee passiert, nämlich dass teilweise die Einheiten überlaufen, nicht? Prager Hausregiment geht geschlossen über zu den Russen.
oder das passiert, was in der russischen Armee der Fall ist. Legendäre Tapferkeit der russischen Infanterie, aber wenn sie merken, unsere Führung führt uns nicht gut, was sie bei Tannenberg merken, dann hören sie auf zu kämpfen. Das ist ja sowieso ein ganz erstaunlicher Vorgang. Die deutschen Einschließungstruppen sind zahlenmäßig den eingeschlossenen Russen unterlegen. Warum brechen die nicht aus? Warum kämpfen die nicht weiter? Ja, die russischen Bauernsoldaten sind ungeheuer tapfer, aber wenn sie denken, unsere Offiziere sind einfach doof, dann hören sie auf zu kämpfen. Also Kampfstreik, sagt der Historiker Wilhelm Deist. Kampfstreik machen auch die Franzosen nach dem Scheitern der Nivelle-Offensive im Frühjahr 1917. Da sind sie nicht mehr bereit, Großoffensiven zu führen. Erste französische Großoffensive danach ist die im Walde von Millet-Cotterêts. Die ist im Juni 1918. Also Franzosen gehen nicht in einen Kampfstreik, aber in einen Angriffsstreik. Ja. Ein bisschen ist das in Kubricks Film Wege zum Ruhm verarbeitet. Italiener machen einen großen Kampfstreik in der 12. Isonzo-Schlacht. Warum die Deutschen nicht? Das ist sozusagen eine der Herausforderungen auch für mich gewesen. Und ich glaube, das Verfluchte ist, die lernen. Die lernen ungeheuer effektiv und sind in der Lage, die Materialüberlegenheit des Gegners immer wieder auszugleichen. Der sehr coole britische Historiker Niall Ferguson hat das ausgerechnet unter dem Begriff der Netto-Tötungsrate, Netto-Killing-Rate, und hat gezeigt, dass die Entente immer doppelt so viel Geld aufbringen muss, um einen deutschen Soldaten zu töten, wie die deutsche Seite. Oder dass auf der Seite der Entente 2, 2,5 Soldaten fallen, wenn ein deutscher Soldat gefallen ist. Nicht? Und sozusagen, so kann man erklären, wie gewissermaßen angesichts dieses dramatischen Ungleichgewichts, die es schaffen, den Krieg 4 Jahre durchzuhalten. Was lernen sie? Ich will das, und das ist meine letzte Bemerkung, an einem erläutern, nämlich dem Fritz von Lossberg, der die tiefe elastische Verteidigung erfindet. Also was er beobachtet, der Lossberg ist sozusagen Ludendorffs in der 3. OHL-Typ, den er immer hinschickt, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist, dann soll der das analysieren. Macht er auch wieder, dann kriegt er was raus. Und da kommt er zum Ergebnis, okay, wenn die Briten also jetzt ihre Artillerie verdoppeln, auf einen Abschnitt von 12 Kilometern nicht 1.000, sondern 2.000 Geschütze einsetzen, dann wird sich das Trommelfeuer auf den deutschen Stellungen verdoppeln. Und dann wird der sogenannte Shellshock, also die Nervenkrise, das Kriegszittern, dramatisch ansteigen. Also beschließt Lossberg, wir sprengen die Bunkersysteme. Wir kämpfen nicht mehr aus Grabensystemen heraus. Er lässt die tief eingegrabenen Bunker in der Champagne im Frühjahr 1917 sprengen. Und man kämpft aus einem Gebiet, das nicht mehr eine Tiefe von 2 Kilometern hat, sondern aus einem Gebiet, das eine Tiefe von 10 Kilometern oder mehr hat. Sodass sie ausrechnen können, wenn die Briten ihre Artillerie verdoppeln, aber die Deutschen die Verteidigungszone verfünffachen, dann nimmt die Dichte des Artilleriefeuers um den Faktor 2,5 ab. Ja? So. Also es ist eigentlich auf der Hand liegend, aber man muss da erst mal drauf kommen. Und das führt nun mehr dazu, dass für die Soldaten, die dort kämpfen, die Frage ihres Überlebens keine Frage der Stochastik mehr ist. Das war das vorher in den Gräben. Das kann man an den Feldpostbriefen von 15, 16 sehr schön sehen, wie sie immer wieder beschreiben, der ist gefallen und jener ist gefallen und demnächst wird es mich erwischen, weil das einfach ein Wahrscheinlichkeitskalkül ist. Nicht? Und dann fantasieren sie von Sturmangriff, die sie machen möchten und wie schön es wäre, beim Sturmangriff zu fallen, weil das einen Sinn habe, aber hier, das sei ja alles sinnlos. Also sozusagen, sie geraten in eine viktime Grundkonstellation hinein und viktime Grundkonstellationen sind eigentlich das Vorfeld des Kampfstreiks. Und durch die Erfindung der tiefen elastischen Verteidigung kämpfen die jetzt wieder in einer ganz anderen Weise. Sie müssen sich bewegen, ja? Müssen permanent zurückgehen und wieder angreifen und zurückgehen und wieder angreifen. Die warten nicht auf was, sondern die bewegen sich. Und man kann sogar zeigen, statistisch, dass heroische Dispositionen die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht, während diejenigen, die da irgendwie liegen bleiben und denken, oh, so haben sowieso keine Chance, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu fallen. Sodass also gewissermaßen durch die Beobachtung, die beobachten ja einander permanent, klar ist, Heldentum wird belohnt.
Nicht? Und nicht sozusagen, das sind die größten Idioten, diejenigen, die sich hier heroisch aufführen. Und das könnte ich jetzt auch nochmal an der Artillerietaktik, da wäre die Vergleichsfigur ein gewisser Georg Bruchmüller mit dem Spitznamen Durchbruchmüller oder an der Infanterieangriffstaktik, das ist der General von Hüdier. Die Hugenotten spielen da eine ungeheure Rolle. Sie begegnen immer klugen Hugenotten in der deutschen Armee als innovativen Typen durchspielen. Und das erklärt, warum die so lange durchhalten. Das ist natürlich ganz furchtbar. Denn diese klugen, intelligenten Oberleutnants bis Oberstleutnants werden 1939 alle Generäle sein. Und sie haben ihre Lektionen gelernt. Und das ist die Generalität, mit der Hitler den Krieg bis 41 oder 42 ziemlich erfolgreich führen kann. Und so kann man sagen, nicht immer ist Lernen aus etwas der Königsweg, sondern gelegentlich kommt es auch darauf an, was gelernt wird. Vielen Dank. Herr Münkler, Sie haben an diesem Beifall und an dem gespannten Zuhören sicherlich feststellen können, auf welch großes Interesse diese dichte Darstellung gestoßen ist. Ich will selber nur eine kleine Bemerkung loswerden. Man staunt, wenn man Ihnen zuhört, dass Sie wirklich über ein Ereignis von vor 100 Jahren sprechen. Ich hätte eher das Gefühl gehabt, dass sich alles im letzten Jahrzehnt abgespielt hat, wie tief Sie dort eingestiegen sind. Damit will ich es aber von mir aus bewenden lassen, weil ich sehe, gesehen habe, viele haben sich Notizen gemacht. Und natürlich möchte ich gerne die Gelegenheit zu Fragen jetzt bieten. Wer möchte starten? Herr Klöß. Klöß, da war ich Kultur, Medien und Sport. Also erstmal vielen Dank. Ihr Vortrag war so spannend und hat mich begeistert. Was in der Konzeption der Ursachen für mich jedenfalls interessant war, und da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie vielleicht da zwei, drei Sätze sagen könnten, dass in dem August, in dem Kriegsbeginnmonat, doch die Kriegserklärungen sich überschlagen haben. In wenigen Tagen kam es zu Kriegserklärungen oder Kriegserklärungserwiderungen, wo man den Eindruck hatte, das war doch schon irgendwie vorbereitet, sodass doch eine größere Intention vorlag, bestimmte Entscheidungen herbeizuführen oder eigene Zielsetzungen umzusetzen. Sie hatten es ein bisschen angedeutet, dass das nicht einfach ist, aber können Sie zu diesen Mechanismen noch etwas sagen, der schnellen Kriegserwiderungen, der Kriegserklärungen? Also die Kriegserklärungen folgen im Prinzip den Mobilmachungen. Und die Mobilmachungen sind entscheidend im Hinblick auf den Zeitfaktor. Die Vorstellung ist, man darf den Russen nicht zu viel Vorsprung geben. Oder eigentlich darf man denen gar keinen Vorsprung geben, weil sonst der gesamte deutsche Plan zusammenbricht. Die Russen machen teilmobil gegen Österreich-Ungarn. Ja? Jedenfalls sagen sie das. Das wird auch so beobachtet. Aber deutscherseits geht man davon aus, dass eine russische Teilmobilmachung es gar nicht gibt, sondern dass das immer auch eine Mobilmachung gegen Deutschland ist. Sodass also hier durch die Abfolge der Mobilmachung, Schlieffen hat das ja ausgerechnet, nicht? Am 35. Tag nach der Mobilmachung müssen die deutschen Truppen östlich von Paris stehen. Ja? Ein Plan in Kraft gesetzt wird, und da ist die Diplomatie eigentlich nur noch der Erfüllungsgehilfe des Militärs. Ja, die schreibt dann die Kriegserklärung, weil aber längst die Abfolgen über die Mobilmachungen sind. Das ist im Prinzip das genaue Gegenteil dessen, was man sich versprochen hatte, vielleicht aus der Wilhelmstraße, vielleicht aus dem Potsdamer Schloss heraus, als man den Österreichern den Blankoscheck ausgestellt hat, nämlich also Anfang Juli. Nämlich die Idee, dass die Österreicher in der Lage sind, in einer ganz schnellen Aktion nach Belgrad vorzudringen, so ein paar Kerle festzunehmen, von denen sie die Vorstellung haben, naja, das ist sozusagen der
Militär und vor allen Dingen der Geheimdienstapparat, der uns diesen Stress da gemacht hat. Vor allen Dingen die Archive der Ministerien zu beschlagnahmen und dann wieder nach Hause. Ja? Oder vielleicht auch eine Zeit lang bleibt man in Belgrad, aber man muss keinen weiteren Krieg führen. Das war die zentrale Vorstellung. Und das Ungeheuerliche ist, dass der Kriegsdrängler Franz Konrad sagt, aber wir können nicht. Wir können das gar nicht jetzt so schnell. Da wird er gefragt, warum? Ja, die Hälfte unserer Mannschaften ist auf Ernteurlaub. Wir können eigentlich erst tätig werden am 15. August. Ja? Und dadurch verstreicht Zeit. Das heißt, wenn man diese Krise analysiert, hat man nebeneinander dieser ungeheuerliche Vorgang eines Agrarstaates, dass im Sommer die Armee auf Ernteurlaub ist und dass die gar nichts machen können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die hochprofessionell durchstrukturierten Mechanismen, bei denen die Politik abdankt. Ja. Die Österreicher hätten aufgrund der Langsamkeit ihrer Mobilmachungsstrukturen noch ganz viel Zeit gehabt zu verhandeln, das machen sie aber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Wogegen im deutschen Fall die Diplomaten eigentlich nur noch etwas unterschreiben, was im Prinzip de facto so ist. Was schön ist, ist, dass die tatsächlich Krieg erklären. Das ist nicht selbstverständlich. Ja? Also der Admiral Fischer, der Schöpfer der britischen Kriegsflotte, ist einmal zu seinem König gegangen, das war noch Edward VII., und hat gesagt, let's Copenhagen the German fleet. Der Begriff to Copenhagen ist darüber in das englische Wörterbuch eingewandert. Das bezieht sich auf einen Vorgang von 1806 oder 1807, als die britische Flotte ohne Kriegserklärung in den Hafen von Kopenhagen einläuft und die dänische Flotte zusammenschießt. Ohne irgendwas, auch keine Feindschaft. Aber sie befürchten, dass die dänische Flotte bei einem Einmarsch Napoleons nach Dänemark in französische Hände fallen würde und wollen dem zuvorkommen. Und diese Äußerung, let's Copenhagen the German fleet, ist interessant, weil das der Admiral Tojo, heißt er, glaube ich, 1904 so ähnlich gemacht hat mit der russischen Flotte in Port Arthur, also in dem russisch-japanischen Krieg. Und in der britischen Presse finden Sie auch Erklärungen, Krieg finde heute statt ohne Kriegserklärung. Ja? Wenn Sie sozusagen die Geschichte aus der britischen Presse um 1904 lesen, dann wird das breit diskutiert, das ist doch eine ganz alte Geschichte, das ist sozusagen aristokratisches Denken, das ist Duellkriegsform, Krieg erklären und so wie Handschuh hinwerfen und derlei mehr. Also von daher würde ich sagen, wer sich auf die Kriegserklärung und deren Abfolge konzentriert, sieht sozusagen nur Schaumkronen. Die Dynamik des Geschehens ist eine unten drunter. Herr Risse. Ja, wenn Sie erlauben, Herr Professor Mögler, würde ich gerne noch einen Schritt sozusagen historisch weiter zurückgehen. Eine der Grundbedingungen für den Ersten Weltkrieg scheint mir nun die Situation zu sein, dass sich also zwischen Frankreich und Russland insbesondere eine Konstellation ergibt, die für Deutschland also jedenfalls sehr problematisch ist. Ich habe mich auch nach der Lektüre des Buchs von Christopher Clark nach den Gründen dafür gefragt, warum die Russen in diese Linie eingeschwenkt sind, und habe also zwar jede Menge Beschreibungen dafür gefunden, wie sie das gemacht haben, aber den eigentlich dahinterstehenden Grund, das Kalkül, was dahinter gestanden haben muss, jedenfalls nicht verstanden, und wäre also für einen Aufklärungsversuch ihrerseits in dem Zusammenhang noch einmal dankbar. Denn hätte es also diese französisch-russische Koalition nicht gegeben, wäre für Deutschland im Zweifel eine sehr viel entspanntere Sichtweise der Ereignisse möglich gewesen, und vielleicht dieses schicksalhafte, sozusagen ur- und fahrplanmäßige Ablaufen, das Sie ja sehr plastisch geschildert haben, das dann also rein praktisch ins Werk gesetzt worden ist, vielleicht vermeidbar gewesen. Da muss es aber hier nun irgendeine Ursache gegeben haben, die irgendwo zwischen, was weiß ich, 1895 und 1914 so wirkungsmächtig gewesen ist, dass man ihr nicht entrinnen konnte. Mhm. Also die Diplomatiehistoriker sagen, das resultiert daraus, dass man den Fehler gemacht hat, den Bismarckschen Rückversicherungsvertrag auslaufen zu lassen und nicht zu erneuern. Das hat Bismarck ja gemacht. Nun war Bismarck ja ein sehr konservativer Politiker. Und das war eine Form der Einbindung in die reaktionären Mächte Europas.
wenn Deutschland und die russische Autokratie so eng miteinander umgehen. Und Caprivi und die Nachfolger im Amt des Reichskanzlers sehen das ein bisschen anders. Deutschland ist inzwischen kein Agrarland mehr. Deutschland konkurriert um Weltmärkte. Das heißt, aufgrund der ökonomischen Interessen ist die klassische Verbindung Preußens zu Russland, die ja historisch tief verwurzelt ist, ja, nicht mehr so attraktiv. Man könnte es fast zuspitzen, nicht? Die 1848er, die hassen ja die Russen, weil 1848, 1849 Russland im Prinzip der Stabilitätsanker der Reaktion ist. Max Weber wird noch Ende 1918 schreiben, okay, wir haben den Krieg verloren, der Aufstieg der USA ist unvermeidlich, aber wenigstens die Russen haben wir geschlagen. Ja? Das ist nochmal der Geist gewissermaßen Rache für 1849. Das gilt im Übrigen ja auch für die politische Linke, nicht? Da muss man nur bei Marx und Engels mal nachlesen, was die über die Russen erzählen. Oder sogar so ein Kriegsgegner wie August Bebel, der sagt, wenn es gegen die Russen geht, dann wird auch er nochmal den Karabiner ergreifen. So, also was wir hier beobachten, ist innerhalb Deutschlands eine politische Auseinandersetzung, mit wem sollen wir es halten? Franzosen spielen da zunächst gar keine Rolle, eher mit den Briten oder eher mit den Russen? Und die beiden treiben ja eigentlich auch das weltpolitische Spiel, the great game, wie das genannt worden ist. Und je mehr Deutschland eine Industriemacht wird und es zu ökonomischen Verflechtungen mit den Briten kommt, desto uninteressanter werden die Russen. Die Bielefelder, Wähler, Pule und andere, haben das, oder auf Kehr zurückgehend, haben das dann mit der Schutzzollpolitik begründet. Ja? Also, dass die deutschen Ostelbier Schutzzölle wollten, weil das russische Getreide billiger gewesen sei. Das habe dazu geführt, dass man den Rückversicherungsvertrag nicht erneuert habe, weil die Schutzzölle ja gegen Russland gerichtet gewesen seien. Die Russen hätten ihrerseits protektionistisch darauf reagiert, sodass also die deutschen Waren nach Russland gar nicht so in vergleichbarem Maße geflossen seien wie nach Großbritannien, etc. Das spielt sicher eine Rolle. Und entscheidend ist, ungefähr bis zur Jahrhundertwende ist das russische Finanzsystem durch deutsche Kredite eher abgesichert. Danach treten französische Kredite an die Stelle. Das sind oftmals kaufmännische Entscheidungen gewesen, nicht? Weil sozusagen, wir würden heute sagen, das Rating des Zarenreichs nicht so schick war. Aber dadurch, dass kaufmännische Entscheidungen getroffen worden sind, hatte das in the long run politische Folgen. Die Franzosen haben ihre Kredite eher politisch vergeben. Abgesehen davon, dass die Franzosen ein sehr viel höheres Finanzvolumen hatten, das sie weltweit verteilt haben, also Frankreich als Rentnerstaat. Nicht? Das findet sich ja auch schon in den Marx'schen Analysen sehr breit. Die Couponschneider in Frankreich, und da hat die Politik Einfluss drauf und sorgt gewissermaßen über Kreditpolitik dafür, dass eine Koalition entsteht, die politisch im Prinzip undenkbar gewesen ist. Ja? Nämlich das revolutionäre Frankreich mit seinen Traditionen und das autoritäre Russland. Davon sind die Schlaumeier in Berlin lange Zeit überzeugt, das kommt nie zustande. Ja? Da haben sie zu wenig die ökonomischen Dynamiken im Auge gehabt. So, die nächste Wortmeldung hier vorne links. Vielleicht sagen Sie Ihren Namen kurz und die Organisation. Ja, Guckes, Besucherdienst. Ich habe noch mal zwei Fragen an den gegenwartsbezogenen Politologen. Das erste wäre bezüglich des Titels Laboratorium für die Konflikte des 20. Jahrhunderts. Wir haben ja nun die aktuelle Krise auf der Krim, die in der Presse auch schon mit 1914 in Verbindung gesetzt worden ist. Wie würden Sie da die Verbindungslinien sehen oder vor allem die strategischen Unterschiede charakterisieren? Und das Zweite zielt auf die Erinnerungspolitik. In Deutschland hat der Erste Weltkrieg ja einen deutlich weniger wichtigen Platz als der Zweite, anders als in den westlichen Nachbarstaaten. Was würden Sie für eine angemessene deutsche erinnerungspolitische Herangehensweise an den Ersten Weltkrieg halten? Ja, dass das so ist, ist, was unsere Nachbarn anbetrifft, relativ leicht nachvollziehbar.
Die französischen Verluste während des Ersten Weltkrieges sind 4 oder 5 Mal so hoch wie die im Zweiten Weltkrieg. Das heißt sozusagen, auch in der Chronik der Familie, in der Erinnerung dessen, ist der Erste Weltkrieg der tatsächlich verheerende Eingriff. Er ist für Frankreich erstens darum verheerend, weil von 1000 mobilisierten Männern 188 fallen. In Deutschland sind das 156. Sagt man, könnte man sagen, Differenz aber so groß nicht. Deutsche Familien haben aber noch eine 3-Kind-Abfolge in der Regel. Das heißt, die haben mehrere Söhne. Die französischen Familien sind ab 1890 ungefähr auf eine 2-Kind-Struktur zurückgegangen, sodass also sie das Ganze nochmal mit 0,33 multiplizieren müssen. Und dann sehen Sie, was da passiert. Der Erinnerungspolitik kann man natürlich auch sagen, ja, der Zweite Weltkrieg ist für die Deutschen aufgrund der Zerstörungen, aufgrund der Vertreibungen und dann auch aufgrund der Auseinandersetzung mit den Verbrechen von einem ganz anderen Kaliber als der Erste Weltkrieg. Mit dem Ergebnis, dass, ich würde mal sagen, bei Fritz Fischer ist das der Fall, der Zweite Weltkrieg gleichsam in den Ersten Weltkrieg zurückprojiziert worden ist. Und wir uns darum auch nicht besonders mit ihm beschäftigt haben. Was jetzt interessant ist, ist sozusagen, es gibt ein Neuentdecken dieses Ereignisses. Vielleicht zu der zweiten Frage so viel. Die erste Frage ist die sehr viel schwierigere Frage, nämlich kann man eine Verbindung herstellen, Balkan 14, Ukraine, also Balkan 1914, Ukraine 2014. Okay, wenn man als ersten Satz aufschreibt, Geschichte wiederholt sich nicht, dann kann man vielleicht sagen, Analogien haben ihren Wert, weil Analogien uns in einem Feld von Ungewissheit und Unsicherheit so etwas wie Orientierungsmarken verschaffen. Aber man muss natürlich klug damit umgehen. Auf die Eingreisungs- und Niedergangsobsessionen der russischen Eliten habe ich ja hingewiesen. Aber man kann auch sagen, die Ukraine ist ja selber ein postimperialer Raum. Also da sind die unterschiedlichsten Volksgruppen neben den Russen und den Ukrainern oder Ruthenen und dem Sichtbarwerden im Übrigen der alten österreichischen Ostgrenze jetzt. Tauchen da ja auch noch ganz andere Völkerschaften auf, über die im Augenblick wenig geredet wird. Und der Versuch, auf einem solchen Gebiet einen Nationalstaat zu gründen, ist immer ein hochprekäres Unterfangen. Und man könnte ja sagen, in den 1990er Jahren ist Klein-Habsburg, also Jugoslawien, in die Luft geflogen. Und dann müsste man auch sagen, solche Gebilde sind schwer demokratisierbar, weil mit der Demokratisierung, das heißt der Erhöhung der Partizipationsmöglichkeiten der Bevölkerung, die zentrifugalen Kräfte zwangsläufig wachsen. Und insofern hat der Maidan, wenn ich das jetzt mal so abkürzend sage, also das zunehmende Einmischen von Bevölkerung, die ihren Willen geltend macht, natürlich die zentrifugalen Kräfte erhöht. Nicht? Sozusagen, wenn da oben irgendeiner ist, das ist vielleicht der Kaiser, das kann auch ein Präsident sein, das kann ein Oligarch sein, wie auch immer. Und man hat nichts zu sagen, dann spielt der Umstand, dass der andere vielleicht besser Russisch spricht und ich besser Ukrainisch, keine große Rolle. Aber in dem Augenblick, wo es zu diesen Partizipationsdynamiken kommt, erhöhen sich die Kräfte. Und da kann man, glaube ich, ganz, ganz schön den Balkan und die Ukraine nebeneinander halten und bekommt eine Vorstellung davon, was da passieren kann. Also vermutlich wird es ja auf die Teilung hinauslaufen, nicht? Aber die Teilung hat sich im Balkan auch nicht als der Königsweg der Lösung erwiesen, weil man, wenn man erstmal mit Teilungen und Trennungen angefangen hat, man nicht antworten kann, was ist die kleinste überlebensfähige politische Einheit? Nicht? Man könnte jetzt den Kosovo zurzeit auch nochmal vielleicht 2 teilen oder 3 teilen, nicht? Und dann stellt sich heraus, ist aber auch zu wenig, müssen wir nochmal teilen.
und derlei mehr. Also sagen wir mal, die Anforderungsprofile gleichen sich sehr. Und unser Problem ist, dass wir eigentlich keine nachhaltige Antwort haben. Wir haben sie nicht auf dem Balkan entwickeln können, auch nicht ab den 1990er Jahren, sondern wir arbeiten mit einem System von Aushilfen, wie sich ja kürzlich wieder gezeigt hat. Und insofern steht man dann natürlich auch vor dem Problem Ukraine etwas rätselnd davor. Also das sind Folgen gewissermaßen des Zerfalls der multinationalen und multiethnischen und multireligiösen Großreiche und die Unmöglichkeit, da in sich kohärente Nationalstaaten zu bilden. So, die nächste Wortmeldung ist rechts oben. Gehen Sie bitte mal zum Mikro. Der junge Mann schaut sich um und ich dachte, er hätte sich gemeldet. Ja. Bitte zum Mikro. Okay, gut, Herr Günther. Fritz Günther von der Verwaltung des Deutschen Bundestages. Ich möchte, Herr Professor Münkler, doch noch mal auf die Schuldfrage kommen. Nicht in dem Sinne, wer hat denn jetzt Schuld gehabt, sondern Fragen nach dem Vertrag. Die Tatsache, dass der Versailler Vertrag überhaupt eine Schuldklausel enthält, ist ja bemerkenswert, weil wir das so aus früheren Friedensverträgen des 18. Jahrhunderts so nicht kennen. Und nun taucht eine solche Formel auf und es stellt sich für mich natürlich die Frage, wie kommt die da rein? Welchen Zweck hatte die? Sie haben in Ihrer Einleitung eine ökonomische Erklärung gegeben. Dort, die Sieger suchten nach einem Schuldner. Mich überzeugt das nicht ganz, denn Schuldner in einem Krieg hat es immer gegeben. Die Frage der Reparationen wurde immer geregelt. Frankreich hat natürlich nach dem Krieg 1870, 71 Reparationen an Deutschland als Siegerland gezahlt. Also das alleine überzeugt mich noch nicht. Gibt es in den Quellen, die Sie kennen, Hinweise darauf, wie es zu dieser Klausel gekommen ist? Und im Weiteren gibt es Hinweise darauf, wie sich die Siegermächte überhaupt die deutsche Rolle nach diesem Vertrag vorgestellt haben? Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da nochmal aufmachen. Das Problem beginnt damit, dass man nicht sagen kann, die Siegermächte. Die haben keine gemeinsame Vorstellung, sondern die Briten haben eine andere Vorstellung als die Franzosen. Die Briten sehen das Ganze, den Umgang mit Deutschland oder im Gesichtspunkt, das muss demnächst wieder auf die Beine kommen, weil nur wenn die Deutschen wieder auf die Beine kommen, weil die deutsche Ökonomie, unsere Ökonomie auch umstellbar ist von Kriegswirtschaft auf Friedenswirtschaft. Also die Briten haben im Prinzip eine Wahrnehmung des Problems, wie es die USA nach 1945 hatten. Die Franzosen nehmen das Problem anders wahr. Für sie ist eigentlich die Wunschlösung, die Reichseinigung von 1871 rückgängig zu machen. Also gewissermaßen wieder Norddeutschland und Süddeutschland. Auf Süddeutschland hatten sie immer einen gewissen Einfluss, das war gleichsam das Klassis. Und sagen die Reduktion eines Akteurs auf das Format Preußens, das wäre eigentlich ideal. Clemenceau jedenfalls verfolgt diese Linie. Und in gewisser Hinsicht wäre diese Linie erfolgreich gewesen, wenn ein Plan über die Zukunft Deutschlands, der im großen Hauptquartier im November 1918 ventiliert worden ist, realisiert worden wäre. Nämlich die Idee, Wilhelm tritt als deutscher Kaiser zurück, bleibt aber preußischer König. Und es hätte geheißen, dass im Prinzip wieder die Situation vor 1871 eingetreten wäre. Das hätte sich natürlich nie durchsetzen lassen, weil die Soldaten nicht für Preußen, nicht für Württemberg, nicht für Sachsen gekämpft haben, sondern es, man könnte ja sagen, das war der vierte Reichseinigungskrieg mit den entsprechenden Mentalitäten. Aber eigentlich wäre das die Lösung gewesen, die den Franzosen am meisten entgegengekommen wäre und die hätten sie vermutlich auch akzeptiert. So, jetzt ist also der Zoff zwischen den Siegermächten, die Briten und die Franzosen, die Briten und die Amerikaner auf der einen Seite und die Franzosen und die Belgier auf der anderen Seite. Und in diesem Zusammenhang wird etwas erforderlich, was früher nicht erforderlich war. Also im Frankfurter Frieden von 1871 hat man einfach reingeschrieben, Frankreich zahlt so und so viel Reparationen und Punkt.
Aber jetzt aufgrund der Dissense der Sieger untereinander und den unterschiedlichen Vorstellungen, was an Deutschland wichtig ist und worauf zu schauen ist und wie viel politische Macht und wie viel ökonomische Prosperität man eben einzuerreichen hat. Die Franzosen wollen das beides nicht. Die Briten wollen das nicht. Und Keynes beispielsweise wird berühmte Texte schreiben, in denen er sagt, die ökonomische Auspowerung Deutschlands durch die Reparationszahlungen ist ein weltwirtschaftliches Verhängnis, nicht? John Maynard Keynes, das ist die britische Position. Um das gewissermaßen für die Franzosen sakrosankt zu machen, setzen die Franzosen den Artikel 231 durch. Ja? Auf den können sie sich dann berufen, weil sie fürchten, dass ihnen da die Briten wieder in die Quere kommen und derlei mehr. Also, wir beobachten hier das Problem, dass es die Siegermächte nicht gibt, sondern in dem Augenblick, wo der einigende Faktor der Entente weggefallen ist, nämlich das Deutsche Reich als militärischer Faktor, dass dann die alten Differenzen sofort wieder da sind. Nicht? Und wie stark die Differenzen sind, kann man sich ja leicht nochmal vorstellen, dass de Gaulle gesagt haben soll, als die britische Beitrittsersuchung zur EWG kam, abzugeben auf dem Schlachtfeld von Azincourt. Azincourt ist irgendwo in 1410, ja, oder so etwas. Ja. Also, das soll man nicht unterschätzen, was da auch an gegenseitigen Ressentiments der Fall ist. Und ich war sehr überrascht, als ich in der autobiografischen Erzählung von Robert Ranke Craves, also eigentlich Craves, aber das von Ranke hat er sich von Ranke gerne zugelegt, irgendwann die Vorstellung auftaucht, vermutlich haben wir uns den falschen Gegner ausgesucht. Ja, also das ist dann so 25, 26. Da tauchen dann umgekehrt auch bei den Briten sehr starke antifranzösische Ressentiments auf. Und es gibt Massenschlägereien zwischen britischen und französischen Truppen hinter der Front und derlei mehr. Also so doll ist das alles nicht. Und die haben sich teilweise gehasst. So, ich habe jetzt das Vergnügen, gerade keine Wortmeldung zu sehen, und das gibt mir die Chance, ein paar eigene Fragen loszuwerden. Mit Blick auf Ihren Vortrag, wo ich das Gefühl hatte, im positiven Sinne angeregt worden zu sein, beziehungsweise ja, der ein oder andere Haken in meinem Hinterkopf verankert wurde. Ich beginne mal mit einem begrifflichen Ereignis, wo ich etwas gestutzt habe, wo Sie davon gesprochen haben, dass Sie den preußischen Militarismus, vielleicht ist es auch der Kürze des Vortrages geschuldet, eher als ein ästhetisches Ereignis beschrieben haben. Das haben Sie kontrastiert mit den sehr viel stärkeren Militärausgaben, etwa auf französischer Seite. Ich würde gerne an der Stelle nochmal schärfend nachfragen, ob das wirklich so stehen kann, ob man, wenn man von preußischem Militarismus spricht, nicht doch ein bisschen mehr meint als Ausgabenpolitik, ob es hier nicht doch auch um eine militärische Durchorganisation von Gesellschaft bis hin zu Schulen, Lehrplänen und all solchen Dingen geht, die Inszenierungen auch des Militärischen im öffentlichen Raum. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, und das ist mir schon ein Stück deutlich geworden bei den Rezensionen, die ich gelesen habe zu Ihrem Buch, der ja zunächst mal geradezu schlagende Hinweis auf Fritz Fischer und die wissenschaftstheoretisch überhaupt nicht bestreitbare These, dass jemand, der nur die eine Seite untersucht, schwerlich beanspruchen kann, und das haben Sie mit einem schönen Beispiel vorhin nochmal illustriert, hier eine Gesamtbetrachtung valide wiedergeben zu können. Wenn das so ist, stellt sich aber gleichwohl die Frage, warum Fischers These über eine solch lange Zeit so wirkungsmächtig gewesen ist. Und ich will nur das Stichwort sagen, ohne jetzt hier kontrastierend was darbieten zu wollen. Das hat doch auch etwas mit Geschichtspolitik zu tun und einem bestimmten Diskurs, der einen Vorlauf hat, auf den Fischer dann aufsetzte und insofern da einen Kontrastpunkt gesetzt hat. Aber dazu würde ich gerne von Ihnen noch mal etwas hören wollen. Der nächste Punkt, auch ein Ideensplitter, der mir so durch den Kopf schoss, die verhängnisvollen Folgen des Perfektionismus in der Planung, auch im Kriegsgeschehen. Und wo hatte ich so die Assoziation,
Na, da kommt mir so die reflexive Moderne in den Sinn, die uns ja eher die Frage der Rückholbarkeit politischer Entscheidungen, politischer Prozesse in einem ganz anderen Kontext in den letzten Jahrzehnten präsentiert hat. Wie ist es etwa mit technologischen, energiebezogenen Themenfeldern, mit der Atomkraft, der Atomenergie, was ist da mögliche Rückholbarkeit einmal getroffener Entscheidungen? Aber ist das überhaupt übersetzbar in Kriegsgeschehen? Ist nicht die Entscheidung zum Krieg per se schon eine, wo die Rückholbarkeit eben doch relativ theoretisch ist? Und die letzte Frage setzt nochmal auf die etwas allgemeinere, die Sie ja auch ein Stück provoziert haben mit Ihrem Vortrag. Wie sieht das aus mit der Aktualität von Folgen der Regelungen des Ersten Weltkriegs oder der Folgen des Ersten Weltkrieges bezogen auf die Ukraine? Wer könnte denn heute ein Vermittler sein, wenn die Situation so komplex und, ich glaube, Sie haben das sehr anschaulich beschrieben, so ja, schlichtweg fast unlösbar ist? Wer wäre dann eben heute ein Vermittler, wenn klar ist, es könnte auf eine Teilung hinauslaufen, aber die Teilung, das haben Sie ja selbst vorhin schon auf das späte, ja, eine Analogie zum Habsburgerreich, multiethnische Reich, sprich Jugoslawien, beschrieben, dass die immer neue Zellteilungen, immer kleinere, dann mögliche ethnisch saubere Einheiten nicht die Lösung sein kann, aber wo könnte die Perspektive hingehen? Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an. Fritz Fischer. Also ich meine, wenn ich die Geschichte mit der Hauptschuld oder der Alleinschuld, dass sozusagen Fischer sagt nur Hauptschuld, aber sozusagen in der politischen Didaktik ist das häufig als Alleinschuld angekommen, zurückweise, dann heißt das nicht, dass ich nicht den Deutschen eine erhebliche Verantwortung an der Entwicklung dieses Krieges zumesse. Das habe ich ja versucht zu beschreiben, nicht? Und gewissermaßen im Organisationswahn. Vielleicht ist noch wichtiger, dass, ich würde das mal so zuspitzen, als der mächtigste Akteur in der Mitte des Kontinents die Deutschen viel klüger und viel umsichtiger sein müssen als die Akteure an den Rändern. Also die Akteure an den Rändern können auch mal Fehler machen, oder die systemische Toleranz gegenüber Fehlern an der Peripherie ist höher, als sie im Zentrum ist. Weil im Zentrum, siehe Schliefenplan, gleichsam alle Konflikte, die an der Peripherie lokalisiert werden können, kataklysmisch zusammenfließen, also sich überschlagen und dann nicht mehr bearbeitbar sind, weil die Verarbeitungsfähigkeit von Informationen, das Ineinanderreichen von Abläufen dann eine systemische Überforderung ergibt. Das zeigt eigentlich die zweite Hälfte der Juli-Krise. Sodass wir anstelle der Schulddiskussion als eine bestimmte Form der Bearbeitung von Fritz Fischer, unter anderem auch, das würde ich jetzt gar nicht so zentral machen, aber erwähnen sollte ich es doch, seiner eigenen Mitgliedschaft in der SA und der NSDAP und so weiter, für uns die Frage in den Mittelpunkt treten soll, jetzt sind wir wieder in einer solchen Position der Mitte. Nicht? In mancher Hinsicht ähnelt sich das ja, nur die Machtsorten sind andere. Und was heißt das für uns, damit verantwortungsvoll umzugehen? Nicht? Also sicher gewissermaßen kann sich das verfasste Europa sehr viel mehr populistisches Geschwätz aus Griechenland erlauben und verkraften, als das in Deutschland der Fall wäre und so weiter. Nicht? Also ganz viele EU-Mitglieder haben ja starke rechts- oder linkspopulistische Parteien in den Parlamenten. In Deutschland könnte man sagen, gibt es gelegentlich bei den etablierten Parteien hin und wieder mal populistische Anwandlungen, aber in der Regel werden die unter der Decke gehalten. Das ist sozusagen aus meiner Analytik heraus der Zwang der Mitte, ja? Sozusagen klüger zu sein, sich zurückzuhalten, immer das Ganze im Auge zu behalten und in das Ganze zu investieren. Also da hilft uns das nicht mehr, was mal sinnvoll gewesen ist, nämlich
die Geschichtswissenschaft ans Kreuz der Geschichtspolitik zu nageln. Also einer der Adepten von Fritz Fischer, Volker Ulrich, hat das ja neulich noch mal in der Zeit sehr stark gemacht. Da hat er so negativ Begriffe wie Revisionismus, betraf unter anderem auch mich, oder Errungenschaften gebraucht, sind alles keine wissenschaftlichen Begriffe. Gell? Also ich meine, Wissenschaft ist ein System, das permanent auf Revision ausgestellt ist. Wenn es Revisionsverbote gibt, ist das das Ende der Wissenschaft. Oder Errungenschaften, wüsste ich jetzt auch nicht, was eine Errungenschaft in der Wissenschaft ist, ja, sondern es gibt Paradigmen und die müssen überprüft werden. Also kurzum, der Heerführer der Geschichtspolitik aus der Fischerschen Ecke hat sich aufgemacht, um die Nägel zu erneuern. Aber das ist eigentlich sinnlos. Denn man kann sagen, der Fritz Fischer hat Ende der 50er Jahre was Wichtiges gemacht. Das spitze ich mal polemisch zu, das habe ich auch hier drin so geschrieben, ungefähr. Man könnte ja sagen, wenn wir eigentlich am Ersten Weltkrieg nicht wirklich wesentlich schuld sind, sondern hineingeschlittert sind, dann können wir auch nichts dafür, dass der österreichische Gefreite im bayerischen Infanterieregiment List bestimmte Konsequenzen daraus gezogen hat. Dann können wir also nichts für Hitler. Dann können wir eigentlich auch nichts für den Zweiten Weltkrieg, denn der ist uns ja gewissermaßen durch den dummen Vertrag von Versailles aufgezwungen worden. Und wenn wir für den Zweiten Weltkrieg nichts können, dann sollen die Ostgebiete wieder her. Ja? Das ist auch ungefähr sozusagen eine verkürzte Abfolge, sodass also die Fischersche Position den Ersten Weltkrieg gleichsam analog zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu betrachten, geschichtspolitisch eine Begleitmusik einer veränderten Ostpolitik war. Insofern war das eine Zeit lang geschichtspolitisch, aus meiner Sicht, bin Jahrgang 51, können sich ausrechnen, wann ich was mitbekommen habe, segensreich. Aber heute, nicht, sozusagen, wo staatsrechtlich das alles über die Bühne ist, brauchen wir gewissermaßen diese Nägel nicht mehr. Oder wir können uns sozusagen geschmiedet an den Kaukasus befreien und der Adler muss nicht mehr unsere Leber verzehren. Das hat der Volker Ulrich halt noch nicht realisiert, aber gut. Ja, ich stelle auch fest, welche Bedeutung ein paar Jahre haben können. Das erklärt auch sozusagen Ihr Punkt, nicht, warum die Fischersche Sicht so wichtig gewesen ist und vor allen Dingen auch ihre Durchsetzung im Schulunterricht und so weiter. Was den preußischen Militarismus anbetrifft, ich will ja auch sozusagen einen Eyecatcher gelegentlich mal einsetzen und insofern spitzen wir das mal zu, ja. Aber wissen Sie, hätten die nicht die Pickelhaube gehabt, dann wäre der preußische Militarismus ikonisch gar nicht so darstellbar gewesen. Wenn Sie sich den Film All Quiet on the Western Front, also im Westen nichts Neues, von 1930, die amerikanische Verfilmung von Remarque angucken, dann tragen die tatsächlich 1918 in dem Film noch Pickelhauben. Es gibt keine deutschen Frontverbände, die Pickelhauben zu diesem Zeitpunkt tragen. Das war denen auch klar. Aber der neue Stahlhelm, der hat sozusagen nicht diesen Wiedererkennungseffekt. Hier, die Pickelhauben. Ja? Und die Pickelhaube ist ja das ja bis heute. Nicht? Meine Frau Merkel kann man ihren Schnurrbart anmalen und eine rote Armbinde, aber am schicksten ist, man setzt ihr eine Pickelhaube auf, um sozusagen eine bestimmte Denunziationsposition einzunehmen. Also reden wir doch einfach mal gewissermaßen über militärische Utensilien als ikonische Symbole. Ja? Das ist ja so eine Sache, die Kulturwissenschaften in den letzten 20 Jahren entdeckt und bearbeitet haben. Und mit diesem Blick zeigt sich, den Krieg der Bilder hatten die Deutschen eigentlich schon früh verloren. Und das hat etwas mit der Pickelhaube zu tun und natürlich auch mit dem eigentümlichen Auftreten Kaiser Wilhelms. Ich will damit jetzt nicht bestreiten, dass es einen Militarismus gegeben hat. Ich würde immer mit Gerhard Ritter sagen, die Dominanz des Schlieffenplans gegenüber der Diplomatie ist Militarismus.
Ich würde auch immer mit Stig Förster sagen, es gibt einen inneren Militarismus, nämlich die Vorstellung, wir dürfen nicht so viele Bürgerliche in unseren Armeen haben und vor allen Dingen nicht so viele sozialdemokratische Unteroffiziere, sonst können wir diese Armee nicht mehr gegen den inneren Feind, den der Wilhelm ab und zu im Kopf hatte, einsetzen. Aber das ist was völlig anderes als die Vorstellung einer durchmilitarisierten Nation, wie sie der Ludendorff während des Krieges entwickelt und dann bald nach Kriegsende in dem Buch Der totale Krieg entwickelt. Ja? Die Deutschen sind im Prinzip auf diesen Krieg nicht eingestellt. Also sozusagen, es gibt diese vier Armeen, ja? Es gibt eine föderative Finanzverfassung, es gibt eine deutsche Kriegsmarine, die wird auch aus dem Haushalt des Reiches heraus finanziert, aber alle Armeen werden aus den Länderhaushalten finanziert. Mit so einer Finanzverfassung kann man eigentlich überhaupt gar keinen Krieg machen. Ja? Oder ich meine, spitzen wir es nochmal zu, warum scheitert der Schlieffenplan? Also es ist jetzt ein bisschen frech, sage ich trotzdem, weil die Bayern zu tapfer sind. Nicht? Die 6. Armee hätte nach den Plänen des Grafen Schlieffen, als der französische Angriff entlang der Mosel erfolgt, zurückgehen müssen, zurückgehen müssen, zurückgehen müssen. Um das, was Schlieffen den Drehtüreffekt nennt, in Gang zu setzen, nämlich dann sind die tief in Deutschland drin und der Joffre kann nicht mehr reagieren, wenn plötzlich völlig überraschend der rechte Flügel wirksam wird. Er kann dann nicht mehr aufs Eisenbahnsystem setzen und in den Raum Paris führen. Das war Schlieffens Planung. Das stinkt aber dem Kommandeur der 6. Armee, dem Kronprinzen Rupprecht und vor allen Dingen seinem Generalstabschef Kraft von Dellmensingen. Und deswegen, Franzosen machen einen Führungsfehler, der immer mal wieder passiert, sie operieren exzentrisch statt konzentrisch vorzugehen. Bayern greifen an, fügen den Franzosen eine furchtbare Niederlage zu und blockieren gewissermaßen damit den Drehtüreffekt. Das hat aber alles was zu tun mit dem deutschen Föderalismus, nämlich dass in den Köpfen dieser bayerischen Offiziere es nicht sein kann, dass sie zurückgehen, zurückgehen, zurückgehen und die Preußen vom rechten Flügel gewinnen den Krieg. Ja, das kann nicht sein. Jetzt kommt noch was hinzu, der Moltke hätte ja anhalten können. Oder er hätte noch was Entscheidenderes machen können, er hätte ihn absetzen können. Ja, Joffre entlässt eine ganze Reihe seiner Armeekommandeure, weil sie das nicht so machen, wie er das will. Den Loresac, wenn hätte er den Loresac nicht entlassen, hätte er die Briten nicht bei der Stange halten können. Joffre kann das. Aber ein preußischer Generaloberst kann nicht den bayerischen Thronfolger absetzen. Das ist nicht drin. Ja? Also sozusagen haben wir hier einen weiteren Punkt. Ich finde, wenn man all das nicht sozusagen mit dazu zählt, dann hat man eine Vorstellung vom deutschen Militarismus, den es ja in dieser Weise sowieso nicht gegeben hat, sondern es gibt vielleicht einen preußischen Militarismus, der sehr stark durch eine bestimmte agrarische und aristokratische Tradition Preußens befestigt wird. Und es gibt eine Vorstellung des Bürgertums, dieser Krieg, der Erste Weltkrieg ist ein Krieg der bürgerlichen Fichten, wir können das besser als die. Findet seinen Niederschlag noch darin, dass Ludendorff sich immer weigert, sich adeln zu lassen. Ja, es wird mir x-mal angeboten, weigert sich, kein von. Und es findet seinen Niederschlag darin, dass, wenn Sie die Sanitätsberichte des deutschen Heeres mit den Desertionsraten korrelieren, nachweislich die württembergischen Regimenter die tapfersten Regimenter waren. Nicht? Also bei den sächsischen hätten wir es nicht vermutet, ja. Aber auch nicht die preußischen Regimenter, sondern die württembergischen Regimenter. Das ist ganz erstaunlich. Und das sind eher bürgerliche Einheiten. Also das müsste man nochmal sehr differenzieren und dann würde ich auch noch ein bisschen was sagen, wie gewissermaßen das Heroisierungsideal selbst in die Sozialdemokratie einwandert, eingeschlossen die große Äußerung nicht, Prinz Max von Baden übergibt in einem verfassungsrechtlich nicht vorgesehenen Akt, Ebert die Reichskanzlerschaft nicht und sagt diesen Satz, übergebe ihnen das Deutsche Reich zu treuen Händen und Ebert antwortete, ich habe diesem Deutschen Reich 2 Söhne geopfert. Ja? Also völlig klar, bei mir in treuen Händen. Ja? Beleg erbracht. Also so viel zu der Frage innere Militarisierung und dann würde ich sagen, die war bei den Briten, aber wie wohl die eine Berufsarmee hatten, ganz schön heftig.
Also der ehemalige General Baden-Powell erfindet die Pfadfinderbewegung. Und die Pfadfinderbewegung ist in Großbritannien die Durchmilitarisierung der Gesellschaft anstelle des allgemeinen Wehrdienstes. Und da ist der deutsche Wandervogel ein Klacks dagegen. Eingeschlossen sozusagen die Durchsetzung der Uniformierung. Die Rückholbarkeit, ja. Also das ist ja eine schicke Vorstellung mit der reflexiven Moderne, dass man alles auf Irreversibilität stellt, nicht? Und Klaus Off und Guckenberger haben in einem in unserem Fach breit diskutierten Text mal gesagt, es dürfen keine Technologien eingeführt werden, die irreversibel sind. Okay, das haben sie damals nur auf die Atomenergie bezogen und geglaubt, nur die sei irreversibel, und damit konnten sie den Satz sagen. Aber angesichts der Berge von Plastikmüll auf den Weltmeeren würde man sagen, okay, was heißt das eigentlich? Ja? Kann gar nicht gedacht werden, dieser Gedanke im Ernst. Ganz viele, unendlich viele Entscheidungen, von denen wir die Konsequenzen gar nicht kennen, treffen wir, und die Konsequenzen sind irreversibel. Und wenn wir das blockieren würden, würden wir in einer notorisch melancholischen Haltung verharren. Nicht so, wie bei Goethe das beschrieben ist, dass derjenige, der am Brunnen sitzt, und der Esel ist in den Brunnen gefallen und er überlegt sich, ob er ihn rausholen soll. Aber wenn er ihn rausholt und hingeht, dann tritt er ja möglicherweise irgendwelche Insekten tot. Und darüber denkt er nach und denkt er nach, und irgendwann ist die Sache überflüssig, weil der Esel ertrunken ist. Letzter Punkt Ihrer Frage, die Aktualität. Ja, ich würde mal sagen, jetzt gucken wir mal von der Ukraine weg. Die ist ja eigentlich sozusagen mit Macht in die Diskussion gekommen. Da hatte ich das Buch längst fertig geschrieben. Und es hat mich auch gar nicht so jetzt furchtbar beschäftigt, die Ukraine. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Sondern die Aktualität ist eigentlich da für mich gewesen, der Kaukasus. Und dann die Konkursmasse des Osmanischen Reiches, nämlich der Mittlere und der Nahe Osten. Das war der eine Bereich. Und der andere Bereich war die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich gesehen hatte, dass der zeitweilige australische Ministerpräsident Kevin Rudd diese komischen Inseln, die zwischen Japan und China und Korea umstritten sind, als den Balkan Ostasiens bezeichnet hat, ist möglicherweise China in der Position des wilhelminischen Deutschland. Ja, also kann vor Kraft kaum laufen, hat einen riesen ökonomischen Sprung innerhalb von 20 bis 30 Jahren hinter sich, ist aber eigentlich für die Nachbarn viel zu groß, mit dem Ergebnis, dass sich aus der Physik der Macht heraus antihegemoniale Koalitionen bilden. Das war in Europa quasi auch so. Erklärt auch viel an dem vorhin schon angesprochenen Bündnis zwischen Frankreich und Russland. Und vor allen Dingen die Transformation eines Landes aus einem Agrarland, das die Chinesen ja trotz Maos großen Sprüngen im Prinzip waren, in eine richtige Industriemacht, erhöht die Abhängigkeit von vor allen Dingen Rohstofftransporten auf See, aber auch des Abfließens von Fertigprodukten über See. Das heißt, in den Blick von Mächten, die über Jahrhunderte eigentlich nicht auf die See hinausgeguckt haben, und das kann man für Deutschland vor 1880 sagen. Ja? Also die Paulskirchenmänner haben mal darüber nachgedacht, eine Flotte aufzubauen, aber die lassen sie danach, verkaufen sie gleich wieder. Gab eigentlich keine Flotte. Und die Chinesen hatten die große Flotte von Zhonghe verbrannt. So, also sie haben sich nur aufs Kontinentale betrachtet. Aber jetzt auf einmal stellen sie fest, wir sind kolossal vulnerabel, weil wir nicht über Command on the Sea verfügen. Wir müssen Seeherrschaft aufbauen. Und dann Tirpitz Überlegungen zur Risikoflotte, die ich ein bisschen anders sehen würde, als sie häufig dargestellt werden. Nicht unter dem Gesichtspunkt, die Briten überholen, sondern die Briten dazu zwingen, den Deutschen einen Anteil einzuräumen. Und dummerweise stehen die Chinesen vor demselben Problem. Ja? Sie bauen eine Risikoflotte für die Amerikaner auf. Eine Flugzeugträger haben sie ein Skelett in der Ukraine gekauft, dann haben den ja inzwischen
ganz schön aufgetüchtigt und sie haben, es bauen Raketenkreuzer, die einen richtigen Stress für die amerikanische Überlegenheit darstellen können, sodass sie also hier dann die Analogien zwischen Großbritannien, Deutschland und USA, China haben. Und von daher würde ich sagen, ist es schon ganz sinnvoll, wenn die Jungs ein bisschen lernen aus den Abläufen und den Konfliktdynamiken von 1914, weil das sie vielleicht hindern kann, unbedacht zu agieren in so heiklen Situationen. Und tatsächlich gibt es ja vermutlich ein Lernen aus dem Lesen von Konfliktabläufen von 1914, nämlich John F. Kennedy, der vor der Kuba-Krise das wunderbare Buch von Barbara Tuchman liest, The Guns of August, das eine Analyse der Kriegsentstehung ist und der Traum eines Intellektuellen, ergo auch meiner, ist, dass man in politisches Geschehen eingreift, und zwar nicht so irgendwo, sondern richtig auf der hohen Ebene, indem man ein Buch geschrieben hat. Und das kann die Barbara Tuchman von sich sagen. Jedenfalls tun wir mal so. Vielen Dank. Lieber Herr Münkler, auch dieser Beifall zu Ihrem, wie ich sagen kann, Schlusswort, was das heutige Thema ja doch nochmal mit einer hohen Aktualität versehen hat, zeigt, wie gut das angekommen ist. Und ich will diesem Schlusswort ganz sicher kein eigenes längeres mehr hinzufügen, sondern die Veranstaltung mit einem Dank an Sie alle beschließen, aber auch mit einer kleinen ironischen Bemerkung. Ich habe heute von Ihnen gelernt, dass der Schliefenplan unter anderem eben auch gescheitert ist, weil die Bayern zu tapfer waren. Wenn man das, um von der großen Weltpolitik nochmal herunterzukommen, in die heutige nationale Situation übersetzt, wird man sagen können, dass schon jetzt eine ganze Reihe fußballerischer Blütenträume scheitern, weil die heutigen Bayern mit guter spanischer Unterstützung so dominant sind und wir mit dem Gedanken zumindest von dieser Veranstaltung in unsere Büros und nach Hause gehen können, uns die Frage zu stellen, was denn im künftigen preußischen Berlin an politischen Träumen, Plänen scheitern mag, weil die Bayern so tapfer sind. Aber das wäre dann Thema für eine andere Veranstaltung. Gut, herzlichen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.